So. Checken wir das doch mal. Angeblich sind wir online Alle mit zehn. der Steffi Graf des deutschen Rollenspiels. Ich werde nie müde, das zu wiederholen. Okay. Verdammter Martin, der ist schuld. Aber ich werde es weiter fortsetzen. Ich finde, das ist eine Tradition. Nein, ich finde das besser als sämtliche Oldschool-Papst-Sachen. Das finde ich blöd. Da finde ich Steffi Graf deutlich sympathischer. Ich muss irgendwann erfahren, wie das gekommen ist. Das ist Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Nein, das ist tatsächlich einfach im SK-Podcast. Der Martin begrüßt seine GästInnen immer sehr überschwänglich und sehr verwirrend, sodass man sowieso die ersten 2 Minuten nichts mehr sagen kann, weil man noch überlegt, was er gerade da getan hat. Und er hat mich einfach irgendwann mal in der Vorstellung so bezeichnet, unter 400 anderen Sachen, die er gesagt hat. Das Das ist ist hängen clean. geblieben. Okay, ja, kann ich verstehen. Hallo, liebe Menschen da draußen. Wir spielen gleich Troubleshooters, aber was wir jetzt schon mal machen, ist die Technik checken, dass ihr alle Leute hier hören könnt und sie verstehen könnt. Wir haben heute die Reihen gefüllt mit Moritz. Moritz Melem spielt mit, die Steffi Graf des deutschen Rollenspiels, weil wir Troubleshooter spielen, weil er gefühlt die letzten Wochen immer so einem nahe des Ohres hing und leise geflüstert hat: Troubleshooters, Troubleshooters, Troubleshooters. Fast so, als wäre er da begeistert von. Ja, auch meine Frau ist genervt, die überhaupt keinen Sinn für Rollenspiele hat, der ich das immer ins Ohr flüstere. Nein, das ist einfach ein cooles System, wo ich irgendwie drüber gestolpert bin und dann kam 3 Tage, nachdem ich drüber gestolpert bin, raus, dass das auf Deutsch rauskommen soll. Dann habe ich diese Leute von dem Verlag genervt, dass sie doch sicher kompetente Übersetzung brauchen und die haben mich trotzdem genommen. Ich dachte so, und du sagst, Leute, ihr könnt doch sicher kompetente Übersetzer gebrauchen. Und dann kommt die Antwort, ja, kennst du welche? Ja, so ähnlich. Und dann habe ich gesagt, bitte lasst mich trotzdem Ja, wenigstens das Monsterkapitel übersetzen. er ist uns zugelaufen, was soll ich sagen? Gut. Ansonsten sind die Reihen heute gefüllt mit Leuten aus der Community. Begrüßt unsere Patronen. Einmal links oben die Heide Dern. Hi! Hi. Gib mir gerne Rückmeldung, ob ihr die Leute alle hören könnt. Oh, und ich soll direkt schon aus dem Chat bestellen, Knuddels für Lotte. Leider ist sie eingefroren, die Heide Dern. Ansonsten könnte sie jetzt weitergeben, dass Lotte geknuddelt werden muss. Hat Hallo? sich gerade kurz bewegt. Ja, da bist du Ja, wieder. jetzt. Ah, es lebt. Ich habe noch irgendwas mit Lotte gehört. Ja, du sollst Lotte knuddeln, sagt der Chat. Ja, mache ich. Sehr gut. Die habe ich gerade sicherheitshalber ausgesperrt. Lotte ist schwarz, fröhlich und ein Hund. Und beste Kumpeline von Indie, wie wir festgestellt haben. Gut. Dann unten in der Mitte, Sebo. Hallo. Hallo. Ton gut? Ich glaube schon, klingt ganz gut. Ton gut, Bart gut, Schal gut. Fühlst du dich eingestellt auf den heutigen Abend? Schon sehr, ja. Sollte klappen. Und ich finde, es sollte sich sofort der Toulouse-Lautrec des Rollenspiels etablieren, damit ich nicht ganz so alleine bin mit einem dämlichen Namen. Okay, wir kriegen jetzt alle dämlichen Namen, was wir im deutschen Rollenspiel sind. Ich weiß es noch nicht. Ich sehe bei Heidelian ganz viele Pferdebilder im Hintergrund. Was ist eine berühmte Figur aus dem Profireiten, Klingt irgendwie aus dem immer der Reitsport? Neckermann-Dynastie. Ich weiß nicht, ob ich damit in Verbindung gebracht werden möchte. Okay. Ja, es geht, so richtig geht es erst um 20 Uhr los, lieber Chat. Aber wir machen jetzt gerade so den Technik-Check. Das heißt, ihr könnt mir sagen, ob ihr die Leute gut hören könnt. Okay. Die Mata-Hari des deutschen Rollenspiels. Für wen? Hieß es. Dich. Danke, nein. Ich glaube, da finden wir noch was anderes. Kann ich nicht die Josephine Baker des deutschen Rollenspiels sein? Die ist viel cooler. Aber, naja. Ton ist bisher Ah. okay, heißt es. Dann haben wir zuletzt unten rechts in der Ecke von den Mitspielenden Draco. Seid mir gegrüßt.
Okay. Ja. Ich muss natürlich auch irgendwas sagen, dass man meinen Ton hört. Ja, das ist richtig. Aber dein Ton ist besser geworden. Okay, gut. Dann bleibe ich einfach hier so sitzen den ganzen Abend. So, ich hatte dich zu leise gestellt, weil es zwischendurch sehr laut geworden war. Magst du ein bisschen weiterreden? Ich kann gern noch ein bisschen weiterreden. Für Vorschlag für mich, wenn wir schon passend zu meiner Rolle heute Abend, wie heißt sie denn? Emilia Erhardt des deutschen Rollenspiels. Ja. Du möchtest die Emilia Erhardt des deutschen Rollenspiels sein? Ja, lange Zeit verschollen. Auch eine Methode. Mir wird angetragen, Marlene Dietrich des deutschen Rollenspiels. Das würde ich sehr gerne nehmen. Das ist sehr gut, ja. Ja. Okay, ich hallig, aber okay, wird zu deinem Ton gesagt. So, und dann ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Dann die zweite Person, ohne die das hier nicht stattfinden würde. Die erste Person war unsere freundliche Steffi Graf, die das Ganze angetreten hat. Aber leiten wird heute der Basti von Green Gorilla Games. Hi! Hallo! Danke, dass ich hier sein darf. Weißt du, worauf du dich eingelassen hast? Ja, dass ich hier mental gebrochen rausgehe vielleicht. Ja, das ist durchaus möglich. Also zumindest wenn du dich darauf eingestellt hast, dann kann es nicht schlimmer werden als das, womit du schon rechnest. Gut. Wunderbar, freut mich. Bastis Ton ist super, sagt Nico. Hervorragend. Dankeschön. Ja. Sehr schön. Da sitzen wir nun alle und haben uns technisch eingestellt. Jetzt müssen wir noch 6 Minuten irgendwelchen anderen Kram reden, bevor wir offiziell anfangen, damit wir die Leute nicht zu sehr verwirren. Ich lerne gerade wieder Judo-Begriffe. Aus Gründen. Hat jemand anders auch kuriose Dinge als Vorbereitung für heute gemacht? Ich stehe vor dem Problem, das Ding ist, ich liebe Frankreich. Ich spreche gut Französisch. Ich könnte den Paul mit einem fürchterlichen französischen Akzent spielen. Aber ich bin noch nicht ganz entschlossen, weil ich das hasse, wenn Menschen das tun. Weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr oder der Chat sagen, ob ihr das zumindest ein paar Minuten ertragt oder ob ich es gar nicht erst machen soll, weil es bescheuert ist. Also solange du echt viel rauchst und ein paar Schimpfwörter französische zwischendurch reinwirfst. Das kriege ich hin. Ja, ja. Ich habe mir extra ein paar alte Gitan Mais noch organisiert. aus Vorkriegsforen. Wie war das? 1960 hat doch jeder geraucht, oder? Also, das war zu der Zeit doch voll hip. Ich glaube, da hieß es teilweise noch, das wäre gesund. Ja, du galtest in Frankreich, glaube ich, als sozial gestört, wenn du nicht Wein trinkst und rauchst. Ich weiß das wirklich noch so von Freunden in den 70ern und 80ern. Die fanden das dann komisch, wenn ich so als Jugendlicher da echt nichts trinken wollte. Das ging gar nicht. Nico schreibt, Moritz überträgt offenbar mit Gerichtszeichner. Ansonsten kann ich mir die FPS nicht erklären. Ja, das Internet bei dir im Rollenspielkeller ist mal wieder, beziehungsweise dein Aufnahmegerät scheint eine Kartoffel zu sein. Soll ich das für euch mal mit ordentlichem Mikro und so testen? Moment, du hast rein theoretisch all das und du benutzt es nicht. Das ist ein Stilmittel, oder? Ja. Ja, ich meine, ich bin ja zwischen 40 und 50 und weiß und mache Podcast. Natürlich habe ich gute Mikros und alles. Aber normalerweise klappt das so. Oder ist das Bild gemeint? Ich bin alt. Also es geht eher um das Bild. Das ist Frames per Second. Das ist, wie viele Einzelstandbilder pro Sekunde wir bekommen. Und in der Regel ist das gerade so 3. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Wir sind auf einem guten Weg. Weil der Sound ist tatsächlich so für Streams klappt der eigentlich. Der Sound ist okay. Ja. Er hat Charakter. Werden die Datenpakete da noch per Post ausgeliefert? Also, ich meine, aber wenn du ein besseres Mikro hast und sich das mit deinem Rechner versteht, wir haben noch ein paar Minuten, in denen du es anschließen könntest. Ja. Wir wussten ja nicht, dass du das hast. Eigentlich hätten wir das wissen müssen, weil, wie gesagt, ein weißer Mann zwischen 40 und 50 hat selbstverständlich einen Podcast. Natürlich. Alle Welt will meine Meinung hören, verdammt nochmal. Aber ich finde, wir könnten wirklich, wenn wir noch eine Minute haben, auf den wunderbaren Mühlenhof-Podcast hinweisen. Der ist ja thematisch
Ich wollte Artverband. Der wäre sehr passend, ja. Hände hoch, wenn ihr wisst, was der Mühlenhof-Podcast ist. Aus Berichten von Steffi Graf und was die weiß ist. Ich habe davon gehört. Natürlich habe ich mir jede Folge reingezogen. Ja, dann musst du wohl noch abchecken, ob Moritz seriös ist. Wisst ihr? Das ist eine gute Frage. Ja, Moritz, jetzt hören wir dich. Gar nicht mehr. Ja. Aber jetzt hat der Kopfhörer auf. Ah, da war was, da war was, da war was. War was? Ja, Ton. Ton, guter Ton. Habt ihr einen Ausschlag von mir? Ja. Ich weiß auch nicht, der ist so seitlich am Hals, ja. Es liegt an deiner Stimme, nicht am Mikrofon, jetzt haben wir es. Okay. Ich hoffe, während ich das gebastelt habe, habt ihr gesagt, dass der Mühlenhof-Podcast großartig ist und sich mit den Tim und Tobi-Folgen befasst, die wir von Anfang an vom ersten Band an durchkauen und uns immer trefflich streiten. Ich versuche immer so ein bisschen Gleichstellungsbeauftragte zu spielen und auf die politisch korrekten Dinge zu achten, die gerade bei den ersten Bänden dann thematisch sind. Ich wollte gerade sagen, den ersten Band, den man heute noch kriegt, oder den ersten Band, den die meisten Leute lieber verschweigen wollen? Na, also du kriegst ja im Lande der Sowjets, bekommst du ja mittlerweile problemlos. Wir überlegen in der Tat, ob wir mal im Verlag schreiben wollen, ob man nicht vielleicht irgendwie da eine Seite zumindest vorschalten könnte bei im Lande der Sowjets und beim Kongo und vielleicht bei Amerika noch, weil da wirklich, wirklich unerfreuliche Dinge drin vorkommen. Reden wir doch lieber über erfreuliche Dinge, oder? Ja, lass uns über den tollen Podcast, ja. Ein paar Leute haben aufgezeigt, als es darum ging, wer den kennt, und haben gesagt, das ist ein guter Podcast. Danke. Und alle Leute sagen, das klingt genau gleich, das gute Mikro, mit dem im Vergleich zu dem vorher. Es liegt einfach an dir. So. Ich würde gerne eine Frage beantworten, die zu den Character Arts gestellt wurde, wenn das okay ist. Ja, klar. Das hat die Ronja Melin gemacht. Das ist eine der beiden IllustratorInnen aus dem Regelwerk. Weshalb quasi das ganze Buch auch in dem Stil durchillustriert ist. In Farbe. Das muss ich auch mal kurz dazu sagen. Ja, die sind schon, also die stimmen auf jeden Fall sehr auf die Session ein, sag ich mal. Ja, sehr gut. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, Elektra am besten finde, die hier von Heidedern gespielt wird, mit diesen wilden Haaren und den geballten Fäusten. Das ist der Fahrtwind. Ja, auf jeden Fall. Elektra spielt auch eine tragende Rolle in vielen Dialogen, also viele Regeln zum Beispiel sind so Comic-Dialogen auch erklärt. Nebenbei, um das Ganze ein bisschen schöner so reinzumachen. Also man wird wirklich in dieses Comic-Ding reingezogen. Gar keine andere Wahl, als in Comics zu denken. Oder in Pattern. In was? In Pattern? Ist das? Sorry, nicht in Pattern, sondern in Panels. In Panels. Es hätte ja sein können, dass das irgendwie ein Fachbegriff ist. Warum auch immer im Franko-Belgischen die Leute Pattern zum Layout der Seite sagen sollten. Aber hätte sein können. In Panels müssen wir denken. Das kriegen wir hin. Ich denke auch. Ich meine, mein Highlight war, dass ich 20 Stunden Scooby-Doo geguckt habe für Research. Für Abenteuer. Ja. Das gibt echt Schlimmeres. Für Research, ich verstehe. Ja. Only for research purpose, ja. Weniger als 20 Stunden hätten es auch nicht gebracht. Gut. Nein. Okay, wir haben jetzt 8 Uhr, sagt zumindest meine Uhrzeit. Nee. Ich habe 2 unterschiedliche Uhrzeiten hier. Eine sagt 1 Minute nach und die andere sagt 3 Minuten vor. Ich bin sehr verwirrt. Ich stimme 3 Minuten vor, stimme ich zu. 3 vor? Ja. Okay, dann haben wir noch 3 Minuten. So. Heidedern, wie hast du dich vorbereitet? Ja, ich habe meinen Charakter gelesen. Das ist schon mal gut. Das habe ich in den letzten 5 Minuten noch erledigt. Und dann bemerkt, dass ich offensichtlich, das wird ausgesprochen wichtig sein, offensichtlich, laut Aikido- oder Judo-Begriffe schreien muss. Ich habe meine Brille gefunden, ich kann es immerhin jetzt auch noch weiterlesen. Hilfreich. Oh. Offensichtlich ist nämlich ein da muss ich wohl auch in Panels denken, ist eine Kampftechnik nur wirksam, wenn man dazu was sagen kann. Also das ist nur bei dir so. Ach so. Ich muss kurz anmerken, dass die anderen Charaktere nicht so eine ähnliche Technik haben. Also,
Ich dachte, die müssen auch BÄM sagen. Also ja, voll gerne, ja. Aber tatsächlich ist es nur bei deiner Fähigkeit, Voraussetzungen auch wirklich zu tun. Weshalb ich das schön finde, dass du die hast. Okay, ich werde mein Bestes geben, die japanischen Begriffe nicht gänzlich zu zerstückeln und kaputt zu machen. Ich habe als Kind irgendwann mal Judo gemacht und so ein paar Sachen kommen mir bekannt vor. Ich glaube, den Taiyotoshi, den habe ich damals noch gelernt. Mhm. Ich habe auch mal Judo gemacht. War ich irgendwie 6. Ja, so ungefähr. Ich kann mich nichts mehr erinnern. Ja, das Einzige, was ich... Echt schlecht. Ich war auch nicht toll, nee. Aber ich habe gelernt, hinzufallen, ohne mir sehr weh zu tun. Das war, glaube ich, der entscheidende Faktor. Nein. Ich war Südwest deutscher Meister im Team. Wow. Nein. Warum spielst du nicht Yurika? Weil ich schon für den schlechten französischen Akzent gebucht bin. Ah. Das erinnert mich übrigens an einen sehr guten Freund. Der hat auch Judo gemacht in Luxemburg und war luxemburgischer Meister. Und irgendwie ist er plötzlich auf eine belgische Meisterschaft gekommen und wurde auch noch belgischer Meister, obwohl er da gar nicht hätte antreten dürfen als Luxemburger. Luxemburg, Belgien, Niederlande. Italien, Benelux, alles das Gleiche. Alles das Gleiche, ja. Details. Ich meine, in Luxemburg fährst du rein und dann bist du halt eben auch schon wieder woanders. Das bist du in Liechtenstein. Was? Wie? Also, naja, es ist die Frage auch, ich hab ja das Gefühl, dass auch, wir hatten es ja eben mit, dass die franco-belgischen Comics, die in dieser Zeit auch einen einfachen Blick auf den Rest der Welt hatten, dass der sich teils hier widerspiegelt. Da kann es auch schon mal sein, dass man von Luxemburg direkt nach Liechtenstein rumpelt. Und ja, und direkt daneben ist Andorra, wer kennt es nicht, ja. Ja. Und dann Monaco. Gut. Sind wir im Miniaturwunderland gewesen? Ja, so ungefähr. In Comics ist alles möglich, ja. Das sind auch immer Ferien oder sowas, ne? Also. So, wir haben 20 Uhr. Ich stelle mich geistig darauf ein, als japanische Investigativjournalistin in Frankreich irgendeiner heißen Story nachzugehen. Und dann schauen wir mal, wie eine Rennfahrerin damit reinpasst und die anderen schrägen Gestalten, die hier sitzen. Liebe Leute, wir spielen heute Troubleshooters. Das ist ein Rollenspiel, das von franco-belgischen Abenteuercomics inspiriert ist. Wie man vielleicht in der Illustration auch direkt sehen kann. Die Spielleitung übernimmt der Basti vom Green Gorilla Verlag, der das Spiel rausbringt. Hallo Basti. Hi. Dankeschön. Ja, du kannst uns dann gleich, wenn wir hier durchgehen, Stück für Stück erklären, wie wir das dann auch spielen, was wir spielen. Auf jeden Fall. Denn ich glaube, wir werden da alle noch einen Crashkurs brauchen, aber du sagtest, wir brauchen ein W100 und ein paar W6. Genau. Und mich jetzt in dem Fall auch, ja. Ja, bitte. Weil ich genau euch das alles erkläre. Ich fange gleich mal kurz ganz allgemein an. Also, wie du es gerade so wunderschön gesagt hast, wir bewegen uns im franco-belgischen Stil. Das bedeutet auch, dass wir in franco-belgischen Comics versuchen zu denken. Also, ihr könnt euch das gerne so im Kopf vorstellen. Und wir bewegen uns in den 1960ern. Was bedeutet, so Sachen wie ein Smartphone und Internet gab es damals noch nicht. Also, wir sind ein bisschen oldschool unterwegs. Nichtsdestotrotz ist das ja so die, sag ich mal, Zeit des Kalten Krieges und die Zeit von wilden Spionage- und Investigativ-Agenten-Stories. So, ihr kennt sie ja alle und das Hintergrundbild lässt es ja auch irgendwie so ein bisschen erahnen. Das heißt, es gibt auch sowas wie Spionagetechnik zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so weit verbreitet, aber ihr könnt da gerne in solchen Kategorien, so wenn ihr einen James Bond oder sowas im Kopf habt, ja, das eignet sich immer gut als Vorlage. So Sachen wie Tim und Struppi oder Spirou, was auch schon in den Chat reingeschrieben wurde. Alles toll, ja. Die Comics halt so sind, die können so ein kleines bisschen drüber sein. Also das heißt, wir sind realitätsnah mit ein bisschen drüber, aber nicht so Looney Tunes drüber. Ja, das wäre ein bisschen zu viel. Also irgendwelche fliegenden Ambosse oder irgendwelche Klaviere oder sowas, das haben wir jetzt nicht, ne? Aber so ein bisschen comicisch drüber sind wir auf jeden Fall. Das ist vielleicht so das eine. Klaviere nur, wenn es vorher dramatisch eingeführt wurde und Sinn macht, dass aus dem Salon ein Klavier auf den Balkon rausgeschoben wird und auf jemanden fällt. Nicht aus dem Nichts. Ja, genau, nicht aus dem Nichts, genau. das ist so die eine wichtige Sache und die andere, Troubleshooters ist eigentlich ein nicht tödliches System. Mhm. Also es gibt eine Regel dafür, man kann rein theoretisch das machen, aber es ist halt nicht gedacht, weil die Hauptfiguren in Comics, die sterben halt einfach nicht. Ja, die werden gefangen genommen oder irgendwo ausgesetzt oder es passiert irgendwas anderes.
Also außer wir sind im DC oder einem Marvel-Comic, ja, aber ansonsten in franco-belgischen Comics passiert das eigentlich nicht. Weshalb jetzt auch der Fokus auf Kampf, also es gibt Regeln für den Kampf, das kann man auch sehr detailliert ausspielen, das müsst ihr aber nicht, also es gibt jede Situation eigentlich einen Troubleshoot, das kann man auch ohne Kampf lösen, wenn man das möchte. Das ist so ein bisschen darauf, worauf ihr halt Bock habt als Gruppe, also ich passe mich da so an euch einfach an, euren Spielstil an. Und yes, die Regeln, die sind super simpel, ich würde da kurz einen Short abgeben und wenn ihr dann später sagt, ihr habt noch eine Frage auch zu den Fähigkeiten, weil manche davon sind ein bisschen länger, oder euch ist irgendwas unklar, dann haut das einfach raus. Ja, dann können wir das vielleicht sogar in einem Beispiel abhandeln, was wir direkt in der Szene haben. Oder ich erkläre es einfach so nochmal. Ich würde kurz, bevor du die Regeln jetzt erklärst, nochmal die Leute vorstellen und sie fragen, was sie jeweils spielen. Und dann fangen wir links oben dann. Heide Dern, hallo, du spielst Elektra. Die sieht aus wie eine Frau der Tat. Ja, Elektra Ambrosia ist ihres Zeichens Renn- und vor allem Rallye-Fahrerin. Mit dem Benzin im Blut und oft in der Welt zu Hause. Gucken wir mal, wo es sie heute hin verschlägt. Okay. Immer aufs Gas treten. Das passt mir ganz gut. Mein Charakter hat drinstehen, dass ich einen Sportwagen habe. Vielleicht überlasse ich dir den mal zwischendurch. Mein alter Ego hier ist sehr viel cooler als ich. Links unten sitzt der Moritz, die Steffi Graf des deutschen Rollenspiels. Und du spielst Paul. Paul mit seinem Rollkragenpulli, der Jacke drüber und der Zigarette im Mund sieht aus wie die Person, die aus ihrem abgehalfterten Auto hinten eine Schrotflinte rausholt und die Sache regelt. Tatsächlich bin ich so überhaupt gar nicht drauf. Ich bin mehr dafür da, um Dinge zu organisieren. Manchmal wollen die Leute, denen die Sachen gehören, das gar nicht, dass ich das tue. Aber ich habe das schon in der Resistance gegen diese verdammten Bosch im Großen Krieg so gemacht. Und ich bin eigentlich relativ sicher, dass ich Frankreich ziemlich alleine von denen befreit habe, alleine durch das, was ich gemacht habe. Also ich bin dafür, Sachen zu organisieren und mit einer Schrotflinte oder etwas in der Art wirst du mich niemals erleben. Das ist nicht meins. Ja, ne, du bist ein gewaltfreier Besitztumsumverteiler. Jawohl. Manche nennen mich auch den französischen Robin Hood, aber wir wollen nicht so tief stapeln. Okay. Und ja, es müsste dann, du sagtest vorhin, dass du ziemlich gut Französisch kannst, Paul wäre dann... Paul Marchand, genau. Paul Marchand. Gut. Unten in der Mitte sitzt Sebo. Sebo spielt Harry, der wirkt ein wenig gesetzter, der Harry, mit seiner Pfeife, dem Schal und diesem Blick, der einem sagt, so, ich habe die Scheiße schon mal gesehen. Ja, es passt auch. Der ist ein Kriegsveteran, mehrere Auszeichnungen und anschließend eher so ein Weltenbummler geworden. Und ja, ich habe mich auch vorbereitet, passendes Requisit dazu geholt. Okay, ja. Whisky mag er sehr gerne. Ja, ihr seht aus wie jemand, der einen guten Tabak und einen Whisky zu schätzen weiß. Dann rechts unten sitzt Draco. Draco spielt Frieda. Frieda sieht aus sehr tipptopp, als würde Ordnung ihr sehr wichtig sein. Selbstverständlich. Annifried Backström, Hauptmann Annifried Backström, wenn ich mich vorstellen darf, aber ihr dürft mich Frieda nennen. Ich habe jahrelang den Draken für die schwedische Luftwaffe geflogen, bis ich jetzt nach Brüssel versetzt wurde. Ja, Schreibtischjob ist ein bisschen langweilig hier und da, aber ab und zu sind die Einsätze auch ganz spannend. Das ist auf jeden Fall mal eine bunt gemischte Truppe. Am Ende, also ich spiele Mishida Yurika, die ist eine Investigativjournalistin, eine japanische, die irgendetwas verfolgt, Anspur, Story oder sonst irgendetwas in Frankreich gerade. Was genau, das wird sich wahrscheinlich noch herausstellen, beziehungsweise ich bin die Auslandskorrespondentin für den Senjogahara Shimbun. Das ist sicherlich eine sehr wichtige Zeitung. Okay, Basti, wie machen wir das? Das ist bestimmt eine wichtige Zeitung. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Genau, also was in Troubleshooters ein kleines bisschen anders ist zu den meisten Rollenspielen, das habt ihr sicherlich schon auf den Schnellstartbögen gesehen, also ich halte mal eine in die Kamera, die ja auch liegen. Es gibt jetzt nicht so diese klassischen Stats irgendwie wie Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft oder was auch immer, was ihr da so kennt, sondern alles, also das Wichtigste ist erstmal diese orangene Box,
wird in Kompetenzen abgehandelt. Das heißt, es können so Sachen sein wie Charme, wie irgendein Technik-Skill, der Nahkampf, der Fernkampf oder irgendwelche anderen Fähigkeiten, im Prinzip, nenne ich Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und ihr könnt im Prinzip auf alles würfeln. Ne? Also wenn ich euch vielleicht sage, okay, passt auf, check auf die und die Probe und ihr habt die jetzt nicht explizit da oben drin stehen, dann steht da unten irgendwo andere Proben 15%. Das heißt, ihr könnt es immer wieder versuchen. Es ist allerdings so ein bisschen, wie ich als Nicht-Techniker versuche, ein Auto zu reparieren. Ich kann das versuchen. Ich werde höchstwahrscheinlich scheitern, aber hey, ich kann es immerhin probieren, ein bisschen dran rumzuschrauben. Wenn wir eine Würfelprobe machen, würfelt ihr bitte den W10, also die beiden W10er, und schaut, dass ihr auf die Prozentzahl oder darunter kommt. Das ist jetzt so erstmal diese Standard-Kompetenzprobe. Ja? Also klassisches W100-System, was erstmal ein bisschen langweilig klingt, aber da gibt es noch ein paar Sachen in den Troubleshooters, die das Ganze ein bisschen beeinflussen. Zum einen gibt es die sogenannten Story-Punkte, weil auch gerade im Chat gefragt wurde, es sind in anderen Spielen Schicksalspunkte oder Regie-Punkte oder irgendwelche anderen Token. Davon habt ihr am Anfang 4. Ihr könnt maximal 12 haben. Wie ihr die bekommt, erzähle ich euch gleich. Viel spannender ist, was ihr damit machen könnt. Man kommt ja immer wieder so auf die Idee, solche Punkte zu horten wie so ein Drache, weil man die nicht ausgeben will oder auf den Moment warten will, um die irgendwie rauszuballern. Das ist in Troubleshooters jetzt aber nicht so wichtig. Ihr könnt die ausgeben, also wirklich, die kommen rein und ihr könnt die raushauen, wenn ihr das für richtig haltet. Sachen, die ihr damit machen könnt, sind entweder eure Fähigkeiten benutzen, das habt ihr da unten stehen, da steht dann manchmal ihr Schicksalspunkte aus, oder es gibt Komplikationen, da könnt ihr welche bekommen, wenn ihr euch und die Gruppe die Scheiße reitet, ja, und das Ganze so ein bisschen spannender für uns alle macht. Ihr könnt die aber auch bei den Würfelproben benutzen. Ja? Und da kommen wir zu einer Mechanik, das ist das sogenannte Flippen. Und da habe ich ein Beispiel bei der lieben Elektra Ambrosia. Die hat ja Fahrzeuge auf 75, meine ich, als Kompetenz. Das heißt, wenn du eine 75 oder weniger würfelst, schafft. Jetzt haben wir aber vielleicht das Problem, dass du eine 92 würfelst. Ja, und dann ist es ja eigentlich nicht geschafft. Jetzt kannst du aber sagen, bei ihr ist jetzt gleich nochmal ein bisschen anders, da gehe ich gleich drauf ein, du gibst 2 Storypunkte aus. Das kann jeder von euch machen und ihr könnt eine Probe flippen. Das bedeutet, ihr tauscht die 10er und die 1er Stelle. Ja, also aus einer 92 wird eine 29. Und ist dann wieder geschafft. Das ist so erstmal eine Mechanik, die es dann auch für mich immer ein bisschen unberechenbar macht, weshalb mir das auch alles so viel Spaß macht. Elektra Ambrosia hat noch die Fähigkeit, dass sie quasi nur 1 Storypunkt dafür ausgeben muss. Und das ist eine deiner Hauptfähigkeiten, die da unten drin stehen. Aber ansonsten kostet das für jeden 2 Storypunkte. Paul hat was bei Schlösserknacken, da kostet es nur 1 Storypunkt. Aber das ist so diese Grundmechanik, die es erstmal gibt. Wir bekommt hier Storypunkte bei jedem Pasch. Also sobald ihr mit dem W100 einen Pasch würfelt, könnt ihr euch automatisch einen Storypunkt hochdrehen. Das ist dabei egal, ob die Probe geschafft wurde oder nicht. Ihr kriegt erstmal den Storypunkt. Wenn ihr die Probe schafft, gibt es gutes Karma. Wenn ihr die Probe nicht schafft, dann habt ihr schlechtes Karma, entweder für die Probe oder ich hebe mir das für irgendeinen spannenden Moment nachher auf. Ja, dann alles klar. Kannst du dich noch daran erinnern, als du da ausgerutscht bist? Ja, das holt dich jetzt wieder ein. Das ist die eine Sache, die ihr machen könnt. Jetzt wird es gleich ein bisschen kompliziert im ersten Moment. Es gibt die sogenannten Pips. Die habt ihr auch schon mal in euren Fähigkeiten gelesen. +2 oder -2 Pips oder hinten bei den Ausrüstungsgegenständen stehen die auch drauf. Das sind sogenannte Erleichterungen oder Erschwernisse auf eure Proben. Wir bleiben jetzt mal kurz bei der Fahrzeugprobe von Elektra mit der 75, was ja geschafft wäre. Sagen wir mal, ich erschwere euch jetzt eine Probe um 2 Pips. Ja, dann bedeutet es, sobald auf dem einer Würfel eine Zahl niedriger als 2 ist, also 1 oder 2 steht, dann ist die Probe automatisch nicht geschafft. Mhm. Das heißt, würfelst du eine 22 zum Beispiel, was ja eigentlich geschafft wäre, ist es in dem Fall auf jeden Fall ein Misserfolg. Genauso ist es aber auch bei der Erleichterung, wenn ich dir sage, hey, das ist um 2 Pips oder um 3 Pips erleichtert, sobald du hinten eine 1, 2 oder eine 3 auf der einer Zahl hast, ist es automatisch geschafft. Okay. Es wird ein bisschen klarer, wenn wir nachher mal ein, zwei Mal würfeln. Ja, da können wir nochmal drauf eingehen. Dann ist es aber ganz simpel, wenn man es mal gemacht hat. Also ich kann mir das, glaube ich, vorstellen. Es ist aber ein Mechanismus, den mir persönlich noch nie untergekommen ist. Ja, das ist ja schön. Das ist doch gut. Das ist jetzt der Punkt, wo ich Moritz anschaue, weil der sehr viel mehr Rollenspiele kennt noch als ich, beziehungsweise zumindest besitzt. Ja, ich denke auch, du hast da schwer aufgeholt die letzten 30 Jahre. Nein, das ist definitiv mal was anderes. Und das gibt dem Ganzen wirklich eine schöne, unberechenbare Note.
Ihr werdet sehen, das spielt sich echt sehr fluffig, sobald man das einmal gewürfelt hat. Also rein theoretisch geht es bis plus minus 5. Ich bin ehrlich, ich habe das aber noch nie gebraucht. Also die 5 habe ich noch nie ausgepackt, außer Moritz könnte mir heute vielleicht einen Grund geben. Das wäre dann so eine Premiere, aber ansonsten habe ich die noch nie gebraucht. Genau, und das sind so erstmal diese Grundwürfelregeln. Ja, die W6en brauchen wir nachher für einen Kampf, wenn es dazu kommen sollte. Dann würde ich da nochmal drauf eingehen. Aber erstmal so für diese ganz normalen Kompetenzregeln ist es das gewesen mit dem W100. Ja. Okay. Jetzt ist das Schöne, wie Moritz sagt, das kann sich auch sehr schnell spielen. Also bei mir und auch insbesondere bei Troubleshooters, was man sehr gut machen kann, Rule of Cool. Ja, das heißt, sobald ihr irgendeine geile Idee habt, ihr wollt irgendwas machen, ihr habt eine Idee für die Story, ihr wollt irgendwas reinwerfen im Roleplay, ihr macht das bitte. Ja, das System ist schon fast dazu ausgelegt, dass wir alle zusammen improvisieren können. Insbesondere, weil es eben Fähigkeiten gibt, wie zum Beispiel Harry hat so eine Fähigkeit, ich glaube schon überall gewesen heißt die, oder kennst jemanden? Ja, doch schon überall gewesen. Ja, dass du Storypunkte ausgeben kannst und plötzlich jetzt irgendein NPC eine Figur, die du kennst. Ja, das kann zum Beispiel sein, weiß ich nicht, dass ihr schwarz fahrt im Zug und der Schaffner kommt und dann sagst du, okay, ich gebe einen Storypunkt aus. Und dann sagst du mir, woher du den kennst. Also, keine Ahnung, es kann ein alter Schulkumpel gewesen sein. Du kannst dann irgendwo, weiß ich nicht, in Indien auf einem Abenteuer kennengelernt haben, was auch immer. Und es gibt viele Fähigkeiten, die genauso wirken. Ja? Harry kann zum Beispiel auch mal betrunken sein. Das fallen mir natürlich nur die Harry-Beispiele gerade ein, ja, etc. Womit ihr sehr stark die Story beeinflussen könnt. Ihr könnt auch meinen Plot damit fast schon zunichte machen. Also wenn es mal irgendwann so einen Moment gibt, wo ich ein bisschen länger nachdenke, dann weil ihr mir gerade echt so dazwischen gegrillt seid. Aber das kriegen wir alles hin, das ist cool. Ja, also ihr dürft super gerne rein improvisieren und wie gesagt, ein bisschen in den Comics denken, mit den Aktionen, mit den Action, mit der Action. Das funktioniert wunderbar. Okay. Genau. Das ist so die Grundmechanik. Ja. Ich würde sagen, dann legen wir damit einfach los und alle weiteren Fragen klären sich im Laufe des Spiels. Genau. Und Deep Impact schreibt, das sind die besten Momente, das sieht man nämlich in den ganzen Aufnahmen von mir auch immer irgendwo. Ja. Könnt ihr euch drauf freuen. Perfekt. Nochmal kurz vielleicht zu dem ganzen Plot an sich, ja, oder zu, was ist eure Rolle eigentlich? Ja, wer sind die Troubleshooters? Also es gibt jetzt keine Gruppierung, die so heißt, ja, sondern ihr seid eigentlich ganz normale Leute, Freunde, wie auch immer, die alle irgendwas gut können, eine Sache, und die irgendeine Motivation haben. Das ist bei euch hinten, sind es in diesem Plotdrucks. Ein oder zwei, was so euer Grund ist, warum ihr ins Abenteuer stürzt. Entweder weil ihr Leuten helfen wollt oder weil ihr wisst, dass es gewisse Geheimorganisationen gibt und ihr die Pläne vereiteln wollt. Also das heißt, ihr seid grundsätzlich immer irgendwie neugierig, ja, Comic, das halt so ist. Ne? Und der Einfachheit halber hatte ich gesagt, ihr kennt euch als Gruppe einfach schon, weil dann haben wir den Part einfach losgelöst. Okay, perfekt. Ja, worum geht's? Was ist passiert? Achso, oh, entschuldigt, eine Sache habe ich vergessen. Historische Korrektheit, ja. 1960er, so der ein oder andere auch im Chat, dem werden vielleicht ein bisschen die Fußnägel sich kräuseln, weil Troubleshooters ist historisch nur eingeschränkt korrekt. Das hat den Sinn, dass es diese Diskussion nicht gibt, ob das jetzt 61 war oder 65 oder 72 oder sowas. Und es fängt einfach schon damit an, dass die Mondlandung im Buch nicht von den Amerikanern gemacht wurde, sondern von einer französisch-japanischen Rakete. Also okay. Das heißt, gewisse Unkorrektheiten, es gibt auch zwei, drei andere europäische Länder noch, die dazugekommen sind, oder Länder auf der Welt generell, das ist in Ordnung. Ja? Also ihr müsst da jetzt keine Sorgen machen, wenn ihr irgendwas machen wollt, wir bauen das irgendwie ein. Das ist easy. Cool. Okay, in weitere europäische Länder. Ich bin gespannt. Ups. Genau. Ich meine, gibt es Florin, das an der deutsch-dänischen Grenze liegt, aus The Princess Bride? Das fände ich schön. Jetzt ja? Jetzt ja, okay. Genau, also wie gesagt, müsst ihr euch da keine, also müsst nichts recherchiert haben oder sowas. Ja? Das ist ganz, ganz easy. Ja, was passiert? Ihr seid gerade in Frankreich. Dort hat nämlich Elektra mal wieder ein Grand Prix gewonnen, so als weltbeste Rennfahrerin, witzigerweise Elektra und Harry, ihr habt ja eine gemeinsame Vergangenheit, ihr seid nämlich untereinander schon zusammen Rallye gefahren und Harry, du hast sie dort navigiert, insbesondere bei der Rallye Dakar etc. Ja. Ihr seid dort alle zusammen, denn euch erschüttern so ein bisschen die Nachrichten, die Neuigkeiten, die im europäischen Fernsehen und Zeitungen in den letzten 7 bis 8 Tagen kursieren. Ja. Denn Europa versinkt momentan in Angst und Schrecken. Warum ist das Ganze so?
allen europäischen Städten in den vergangenen 7-8 Tagen gab es irgendwelche Attentate oder Sabotageaktionen. Ja? Es gab Angriffe auf politische Führungspositionen, es gab Staudämme, die gesprengt wurden, alle möglichen Dinge, die ihr euch jetzt so in eurem Kopf vorstellen könnt, was irgendwie für Trubel sorgt. Und das Einzige, was die örtliche Polizei weiß und auch die guten Geheimdienste, ja, alle TäterInnen rufen, sobald sie die Tat begangen haben oder irgendwie festgenommen wurden, immer ganz laut: Lang lebe der Oktopus! Und hauen sich dabei auf die Schulter, auf die Brust, nur um im nächsten Moment nichts mehr zu wissen, was sie eigentlich getan haben. Das heißt, bei den Verhören, unter anderem auch bei Interviews, die es vielleicht im Nachgang gab, sind das ganz normale Leute, die gar nicht wissen, was passiert ist, ja, die quasi ein kleines gedankliches Zeitloch haben, nichtsdestotrotz eben aber diese ganzen Taten begangen haben. Was das Ganze nochmal ein bisschen überschattet, ja, ist, dass ein Zug mit einer französischen Delegation, der auf dem Weg in die Schweiz war, im Mont Blanc verschwunden ist. Also der Zug hat quasi den Bahnhof verlassen, und zwar in Mont... Yes, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, verdammt. In Chamonix. Und war auf dem Weg nach Martigny. Also das eine liegt in Frankreich, das andere in der Schweiz. Hat den Bahnhof aber nie erreicht von Martigny. In dem Zug selbst gab es ein paar französische Politiker, insgesamt auch ein paar europäische Akteure, die zusammen auf eine Konferenz in die Schweiz wollten. Das ist so das, was ihr wisst. Und selbstverständlich, ja, wollt ihr herausfinden, um was es geht. Denn das ist der Comic-Plot-Hook. Ein ganzer Zug, der verschwunden ist. Ja, das, da muss man doch nachspüren. Das interessiert die LeserInnen des Senjougahara Shimbun, was da geschehen sein könnte. Macht es, wenn wir in Frankreich sind, macht es ja eher Sinn, nach Chamonix zu reisen. Und nicht dort, wo sie hätten ankommen sollen. Ne? Ja. Erst noch ein kleines Pastischen und dann können wir von mir aus auf. Ja. Ich muss sagen, diese französischen kleinen Gebäckstücke, die sind außerordentlich interessant. Ja, mit was ist das da gefüllt? In Chamonix auch gehen. Ja. Was mein Eclair au Café, das ist eine Crème à la, ich weiß nicht was. Und obendrauf glasiert mit etwas anderem Leckerem. Ah. Ja, probier das noch. Oh, gerne. Hm. Es ist also abgemacht, wir brechen mit dem nächsten möglichen Zug auf nach Chamonix. Nicht, dass wir auch plötzlich irgendwo in einem Berg landen. Ja, die Sache ist, ich denke, wenn wir nicht von Chamonix versuchen, rüber in die Schweiz zu reisen, sind wir sicher. Erstmal. Was sagt ihr denn dazu? Also, ich drehe mich rum an diesem Frühstückstisch. Entschuldigung. Also ihr denkt, wir sollten mit dem Zug reisen? Also, wenn es nach mir geht, fahren wir Auto. Das sollte ja eigentlich. Können wir auch fliegen. Aber mir wird bei Elektra immer so schlecht hinten drin. Ich möchte dann bitte mit meinem eigenen Auto. Du kannst auch vorne sitzen. Da besteht Harry immer drauf. Und der ruft dann immer Befehle, wo man auf der Autoroute, die gerade ausgeht, herfahren soll. Ja, er muss auch den passenden Schaltpunkt abpassen, um die nächste Kurve dann entsprechend eng nehmen zu können. Das hat schon seine Richtigkeit. Das Navigieren habe ich an den Nagel gehangen. Ach, das ist gut, beruhigend. Und wenn ich vorne sitzen darf, können wir mit deinem Auto fahren, Elektra. Passen wir zu fünft da rein. Nun, mein Rennwagen könnte etwas eng werden, fürchte ich. Aber vielleicht können wir uns ja noch einen Wagen leihen. Ich kann auch fahren. Anna. Ich kann zwei Leute mitnehmen. Einen auf dem Beifahrersitz und der andere muss hinten mehr oder weniger quer. Die Rücksitz ist sehr klein. Ich habe eine Duchevo. Da können vier Leute drin sitzen und wir sind alle gut gefedert während der Fahrt. Du hast deine was? Ihr sagt Ente in anderen Ländern. Oh, ja. Ich habe gehört, die sind wirklich sehr, sehr putzig. Ja, natürlich, wir können gerne mit einer Ente fahren. Das fährt sich so. Aber wir werden drei Tage nach Elektra ankommen.
Harry, hast du nicht deinen Geländewagen? Ja, aber ich würde ungern selbst fahren, so habe ich. Ich kann den fahren für dich, das ist gar kein Problem. Ich kann das auch übernehmen. Ihr könnt gerne den Wagen nehmen, ja, aber da passen auch nur 4 rein. Nein, dann klären wir das so. Ich fahre auf jeden Fall, ich hole meinen Schlüsselbund raus und ich nehme 1 oder 2 Personen mit und wir sehen uns in Chamonix. Und ich fahre den anderen Wagen. Sehr gut. Ich setze mich irgendwo rein. Ich stüpfe noch einen Keks vom Frühstücks, dem angerichteten Frühstück von Paul und marschiere dann raus. Ich werde trotz der Frühstückszeit meinen Pastis noch zu Ende trinken. Nicht die übliche Zeit dafür, aber immer die richtige Zeit für ein kleines Anis-Schnäpschen. Ich setze mich in irgendein Auto, wo ich vorne sitzen darf und im Idealfall in eins, wo Elektra nicht drin sitzt. Harry, komm! Auf alte Zeiten! Aber ich navigiere nicht. Frieda? Nein. Willst du im Vomitorium mitfahren oder bei uns? Ich richte im Rausgehen noch meine Uniform und gehe dann zu Jurika, um bei ihr jetzt abzusteigen. Sehr schön. Wie ist denn das Wetter? Jetzt wird es da, ist halt das Abendessen. Das Wetter ist auf jeden Fall sonnig. Ja, ihr habt bestes, also es ist Sommer gerade in Frankreich. Entsprechend wenig ist auch, also ich nehme an, dass Elektra ihr Apartment in Paris hat. Entsprechend wenig ist natürlich auch gerade in Paris los, weil sie alle nach außerhalb geströmt sind, die ganzen PariserInnen und dort in der Countryside zugange sind. Also ihr habt freie Fahrt. Gut, dann wird das Verdeck aufgemacht, Sonnenbrille aufgesetzt, Zigarette angezündet und auf geht's Richtung Chamonix. Auf geht's. Wie war das der letzte Zeit? Was wurde da gerade vorgeschlagen? Das Abendessen. Ja, also wir wissen alle, wie das ausgeht. Da Elektra wahrscheinlich nicht sich nehmen lassen kann, den Bleifuß zu geben und an ihrer Technik zu arbeiten, dürfte der Wagen mit Elektra am Steuer um einiges schneller dort sein. Sehr zu leiden des Flachmanns von Harry, weil du bist das auch nicht mehr gewohnt. Ja, die Zeiten sind doch schon ein bisschen länger vorbei und wenn ihr beide einmal rüber rast, gibt es den Schnitt zu dem anderen Wagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer den von euch fährt. Jurika, fährst du den? Jurika fährt den, ja. Ja, das ist der ein. Seht ihr nur Elektra an euch vorbeibrausen. Und in eurem Auto läuft entspannendste Musik und ihr seid gemütlich auf dem Weg nach Chamonix. Ja, Jurika. Nach Martigny. Nach Martigny, so oder nee, so. Wir wollten erstmal nach Chamonix. Ja, jawohl. Bevor wir über die Grenze müssen. Jawohl. Ja, also wahrscheinlich kommen wir auch später an, weil Jurika vermutlich darauf besteht, an 1-2 Stellen, wo die Ausblick toll ist, so die letzte Strecke nach Chamonix anzuhalten und Fotos zu machen von der Landschaft. Ja, das Reisereservoir der Zeitung freut sich auf jeden Fall von dir, ne, über die Bilder. Das sind... das wissen vielleicht gar nicht so viele, aber wir haben auch einen Faible für Wintersport in Japan. Und da, wo meine Mutter herkommt, Hokkaido, da haben wir auch sehr viel Schnee. Aber solche Skigebiete wie hier, solche Berge, nein. Ja, es trifft es auch ganz gut, denn es dauert ein bisschen und ihr seid ein paar Stunden unterwegs. Ja? Und dann seid ihr in einem der schönsten Skigebiete, das also locker mithalten kann mit den ganzen japanischen Skigebieten, die du kennst. Ungeduldig wartend. Ja. Elektra und Harry. Logisch. Ja. Hallo. Ich halte daneben an. Habt ihr es auch geschafft? Ja, offensichtlich. War eine sehr angenehme Fahrt. Danke. Harry, du siehst etwas grün um deinen Schnurrbart rum aus. Was ist los? Ja. Der Flachmann ist leer. Okay. Da habe ich vergessen, ihn zuzuschrauben. Das war nicht sehr... Möchtest du noch ein wenig aus meinem Pastis-Fläschchen, was ich mitgenommen habe? Und ich nehme einfach den Flachmann und schütte ihm so ein bisschen was da rein. Salz nichts.
Ihr seid, ja, wie es ist, ein Skigebiet. Dementsprechend dürft ihr jetzt keine Metropole erwarten. Es hat also typischen, ich sag's mal, Dorfflair in der Kleinstadt. Ja, das ist so das, wie ich es jetzt beschreiben würde. Ihr seht erstmal, normalerweise würdet ihr sehr viele europäische Touristen hier auch sehen, insbesondere viele Pariser oder generell Städter aus Frankreich. Doch euch fällt auf, dass recht wenig Menschen unterwegs sind. Ja. Insbesondere auch, also ihr könnt auch den Skilift sehen, ja, da sind nur ganz, ganz selten mal Plätze besetzt, der hoch auf den Berg zieht. Und ja, es scheint so, als hätten sich die meisten BewohnerInnen in ihre Häuser oder in ihre Hotels, in ihre Zimmer verzogen. Also findet trotz der sommerlichen Jahreszeit überhaupt Skibetrieb statt? Ja, Sommerski geht immer, oder? Okay, ja, okay. Genau, Sommerski geht immer. Ich bin noch nicht Ski gefahren, oh. Aber das ist jetzt so. Oh, oben auf dem Gletscher, da geht was. Da ist bestimmt ein bisschen Schnee, ja. Da geht da doch. Genau. Seid ihr auf der Suche nach irgendwas Bestimmten in der Stadt? Oder was ist so das Ziel eurer Begierde? Ich möchte erstmal ein bisschen einfach den hiesigen Flair auf mich wirken lassen, wie die Stimmung in der Stadt ist. Sind die Leute entspannt oder sind die nervös? Also nervös trifft es ganz gut. Generell so ziemlich jeder in Europa ist in den letzten Tagen nervös. Man kann es eigentlich kaum glauben, dass sowas passiert, gerade in den ganzen Großstädten. Und generell, man ist... Das scheint nicht jeden zu betreffen. Also es gibt auch durchaus Einwohner in der Stadt, die da ganz locker durch die Gegend laufen, gar nicht so nervös sind. Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass bisher immer die ganzen Metropolstädte in Europa betroffen waren. Es gab jetzt bisher, abgesehen von dem Mont Blanc, von der Mont Blanc-Entführung, ja, von dem Zugverschwinden, nichts in der Region. Aber ich würde mal sagen, so die allgemeine Stimmung ist eher nervös. Ich bin auf jeden Fall schon, nachdem ich den Flachmann gefüllt habe, unterwegs zum nächsten Tabapressladen und würde gerne erstmal meine Zigarettenvorräte aufladen und dann schauen, ob es vielleicht eine aktuelle Le Monde oder sowas gibt, wo etwas über dieses Zuggeschehen zu lesen ist. Denn das ist ja überaus merkwürdig, dass Züge Gleise verlassen und in hohe Berge hineinfahren. Das sollte doch in einer Zeitung zu finden sein. Vielleicht gibt es da doch irgendwie so ein Revolverblatt oder sowas, wo die korrekte Version drinsteht. Ich kaufe mal mehrere Tageszeitungen. Kaufst mehrere Tageszeitungen. Ja, also was steht da? Ich weiß nicht, du kannst ja verteilen an die anderen, wenn du magst. Was steht da so drin? Unterschiedlichste Schlagzeilen, ja. Aber was alle gemeinsam haben: Zug verschwindet im Mont Blanc-Tunnel. Also der Tunnel, der die beiden Städte miteinander verbindet, und da wird die Gleise quasi durch, ist dort verschwunden. Das Kuriose, was ihr herausfinden konntet, war, dass danach auch wieder eine Bahn gefahren ist und die nicht verschwunden ist. Also es betrifft tatsächlich nur diesen einen Zug mit der französisch-europäischen Delegation. Ja. Ich würde ganz gerne. Das hat mich voll anders vorgestellt, aber gut. Sorry. Ich würde ganz gerne tatsächlich zum lokalen Telegrafenamt gehen und mal nachfragen beziehungsweise Kontakt aufnehmen mit meiner heimischen Behörde. Mich würde vor allem mal interessieren, ob jemand Schwedisches an Bord war. Mhm. Ja, du findest ein Telegrafenamt, gibt es direkt eins, also gibt es mehrere. Und ja, die fangen wunderbar an zu telegrafieren. Ich weiß gar nicht, ob das Wort existiert, ich nenne es jetzt einfach so. Und also es ist auch die Nachricht, die du quasi, also im Kern rüberschicken möchtest, ne? Ob jemand ja. Spät mit dabei war. Genau, ob der Nachrichtendienst, für den ich ja unter anderem tätig bin, eventuell schon irgendwelche Informationen hat, Drohbriefe, sonstiges. Allgemeine Informationen, alles, was Sie zu dem Thema haben. Mhm. Mach doch mal bitte eine Probe auf Kontakte. Also die Kontakt. Vielleicht ganz wichtig, die sind alphabetisch sortiert. Wenn du es jetzt nicht bei K findest, dann ist es bei anderer Kompetenz und du hast leider nur 15 drauf. Ja, das ist so.
Das ist so. Gut, aber wir können das bei dir, und das ist jetzt eine Sache, die ich euch da gerne mitgeben würde. Die Kompetenzen an sich sind sehr breit erklärt. Ne? Also das heißt, es gibt durchaus auch mal andere Kompetenzen, die man dafür nutzen könnte. Du könntest in deinem Fall jetzt zum Beispiel auch Bürokratie nutzen, was bei dir einen besseren Wert hat. Wenn du mir verklickern kannst, warum Bürokratie der bessere Skill dafür ist. Ist vollkommen klar, dass das der richtige Skill dafür ist, weil, weil natürlich ich mit dem Amt Kontakt aufnehmen muss und mich durch die 27 Ebenen an die richtige Person wenden muss, die natürlich die Information hat. Und das weiß ich ja, weil ich ja schon so lange Jahre mit denen zusammenarbeite und ich außerdem ja auch auf der internationalen Ebene da schon für sie tätig bin. Mhm. Okay, dann mach doch mal eine Probe drauf. Einfach würfeln, gucken, ob du auf die 45 oder niedriger kommst. Nein, 53? Ich überlege. Ja, du könntest jetzt zum Beispiel flippen. Flippen, ne? Das heißt, Säulpunkte ausgeben und aus der 53. Das mache ich auch. 35, Mann. Okay. Genau, so mache ich das. Gebe 2 Storypunkte aus und flippe das zu einer 35. Okay, ja, perfekt. Dauert eine Weile. Ja, eben durch diese ganzen Ebenen, wie du es gerade gesagt hast. Bürokratie ist sehr beliebt offensichtlich bei euch. Was ja du herausfinden kannst, ist, dass sehr viele Zeichen darauf stehen, du hättest gedacht, dass der Oktopus daran schaut. Unter anderem durch diese Phrase, die jedes Mal von den durch die Phrase, die jedes Mal gerufen wurde, mit dem Schlag auf die Brust. Du weißt aber auch jetzt nicht nur, dass es der Oktopus ist, sondern du weißt auch, wer der Oktopus ist. Denn der Oktopus ist eine... Ja, die Information müsst ihr ja kriegen. Ja? Der Oktopus ist eine der bösen Geheimorganisationen, die jetzt vermehrt in Europa versucht, das Gleichgewicht zwischen das politische Gleichgewicht zu stürzen, um mehr Macht in Europa zu erlangen. Okay. Und was du noch weißt, ja, oder was du auch erfährst, ist, dass gar nicht so sicher ist, wer da alles Mitglied ist. Also die oberste Führungsriege des Oktopus hält sich sehr bedeckt. Und man kann jetzt auch nicht die Person ausmachen, die dort an der Spitze ist. Das ist alles noch nicht bekannt. Und waren Schweden an Bord? Ach so, sorry, nein, Schweden waren nicht an Bord des Zuges. Okay. Frieda so, ja dann! Dann ist ja nicht so schlimm. Dann bin ich hier raus. Tschüss. Lass uns ein bisschen Ski fahren. Frieda hat ja ein Fahrrad, du kannst jetzt wieder nach Paris zurückradeln. Ja. Nein, ich würde zu den anderen erstmal zurückgehen und ich habe von meiner Behörde ein bisschen was zum Oktopus erfahren. Also internationale Geheimorganisation versucht, Macht anzuhäufen und das allgemeine Mächteverhältnis zu stören. Aber warum nehmen Sie Oktopus als Symbol? Oktopus ist niedlich und lecker. Ich guck noch mal durch die Nachricht durch, ob ich dazu irgendwas finde. Ja, Oktopus sind böse, gemein und haben Tentakeln. Ja, Tentakel. Und wenn man einen abschlägt, gibt es immer noch einen weiteren. Nein, wenn man... Sie haben ihre Tentakel überall drin. Es sind nicht auch Tentakel, das. Es sind Arme. Ja, Arme. Sie hängen mit ihren Armen überall drin und man hat das Gefühl, wenn man einen abschlägt, gibt es immer einen weiteren. Nein, wenn man einen abschlägt, sind noch 7 weitere da, aber die können nachwachsen. Eben. Ja, das ist das Furchterregende. Man fragen wir sie doch einfach, wenn wir sie treffen. In den Kopf verpacken. Ich halte das für eine gute Idee, Harry. Wir fragen sie, wenn wir sie treffen, wenn wir die Wahrheit ans Licht bringen. Frage du hätte ich da. Du fährst. Entschuldige, Harry, bitte. Eine Frage hätte ich noch. Man ist sich sicher, dass sich der Zug im Tunnel verflüchtigt hat? Also man hat die Strecke abgesucht, das könnt ihr in einer anderen Zeitung lesen, und der Zug ist halt nie im Bahnhof angekommen. Und wie kann denn ein Zug mit 10 Waggons verschwinden? Aber woher weiß man, dass es im Tunnel passiert ist? Dass im Tunnel wurde quasi noch ein Teil gefunden. Das Zug ist... Blackbox. Blackbox, genau.
Aber es ist nicht Elektra, so, dass... du fährst da... Du... Nein, mach. Entschuldigung. Elektra, du fährst doch schnell. Hat dein Rallye-Auto die gleiche Spurbreite wie diese Train? Dann könnten wir schnell in den Tunnel kommen. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ein Versuch ist es ganz sicher wert. Ich werde die Schlappen, wie wir sagen, abziehen und wusch. Ah, nee, nicht die Felgen. Ich würde schon, also das... Wir können den Druck aus den Reifen ablassen, dann sind sie flach und wir haben trotzdem noch Grip auf den Schienen. Aber dann gehen sie voll kaputt. Habe ich gesehen am Fahrrad. Am und Velo. Ist das nicht gefährlich? Warte, Reifen in Felge, Reifen kaputt. Gefährlich. Ehrlich, das ist nichts, was man nicht schaffen kann. Wie gefährlich werden wir erst feststellen, wenn wir es ausprobiert haben? Dann sollten wir aber den Zug verplanen. Nein, wir sollten den Zugfahrplan checken, bevor wir irgendwas auf den Schienen machen. Wäre doch sehr unangenehm, wenn der nächste Zug in den Tunnel uns dann, wie sagt man, in den Popo fährt. Ja, das ist der Point of No Return. Carambolage. Gut. Ich hole Zugplan. Ich laufe zum Bahnhof, logischerweise. Ich messe Breite aus. Okay. Um dann, also erstmal, ich suche schon mal eine Stelle, um raufzukommen. Das. Jeder okay. Bahnhof. Machen wir erstmal, du kommst an den örtlichen Bahnhof, Jurika. Der ist auch gar nicht so weit weg von da, wo ihr geparkt habt. Und dort gibt es so ein kleines Häuschen, also ein richtig Fahrplan hängt da aus. Es gibt jetzt keinen zum Mitnehmen, aber das beschränkt sich so auf vielleicht 8 Fahrten, die pro Tag lang fahren. Mhm. Und der nächste ist erst in ein paar Stunden. Also so ein Zeitfenster ist auf jeden Fall da. Gut, ich präge mir diesen Fahrplan ein. Mhm. Eben auch mit dem Blick darauf, welcher von denen war denn der Zug, der verschwunden ist. Also der sozusagen, welche Uhrzeit das war. Und war das ein regulärer Zug oder war das ein außergewöhnlicher? War tatsächlich ein regulärer Zug. Also man hat schon mal versucht, möglichst unauffällig zu reisen. Also es gab keinen Sonderzug. Und das war der 9 Uhr Zug. Und der nächste Zug, der kommen würde, das wäre der 17 Uhr Zug. Okay. 9 Uhr morgens. Entgegen oder? Der kommt irgendwann vorher nochmal entgegen, ja. Also das ist ja der Abfahrplan von euch. Das heißt, irgendwann vorher muss er da quasi kommen. Da sollten wir einen Sicherheitsabstand mit einrechnen. Ich komme also wedelnd mit meiner Ausgabe des Zugfahrplans an. Wir sollten ein paar Stunden Zeit haben. Ja, wunderbar. Dann lass uns das so ausprobieren. Wir haben immer noch das Sitzproblem. Jetzt könnte sich jemand hinten mit auf die Abdeckung stellen und am Überrollbügel festhalten. Das sollte gehen. Ich meine, so viele scharfe Kurven haben wir ja auf so einer Bahnstrecke nicht. Ja. Ich bin relativ klein und leicht. Ich mach das. Mutig. Erst da vorne sitzt der ohne Streit. Oder Frieda macht es. Die ist doch an Gefahren und so gewöhnt. Nun, ich habe zwei Probleme. Gut. Frieda hat doch die größten Oberarme von uns. Hat sie? Mich immer für so einen vergleichenden Blick. Also bei mir hat sie ganz weit die Nase vorn. Ja, aber ich glaube, Jurika ist definitiv da noch sportlicher als ich. Ich mache Judo. Also wenn euch das wirklich interessiert, ja, so for scale, also es gibt eine Zeichnung mit allen zusammen. Oh, cute. Ja, ich bin die Kürzeste. Ja, tatsächlich. Du bist auch kleiner als das Kind. Okay, Paul, du hast ja ausgemessen. Deine naturwissenschaftlichen und fahrzeugtechnischen Kompetenzen sind ja jetzt nicht unbedingt so gut. Also, Pi mal Daumen im französischen Maßstab könnte es durchaus passen. Ja?
aber so richtig sicher bist du denn nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich werde, wenn ich zurückkehre, denen sowas von mitteilen, dass das ganz präzise die Maße sind, die wir benötigen. Ich bin Franzose. Das stimmt, das passt schon. Alors, mes amis, es passt genau. Wir sollten das problemlos schaffen können. Du kannst sogar ordentlich Gas geben und auch wenn die Kurven nicht allzu schlimm sind, einfach draufhalten. Ja, hervorragend. Ich meine, die Kurven werden nie so eng werden wie auf einer Rennstrecke. Ich meine, so ein Zug muss da ja irgendwie rumkommen. Ja. Ja. Ich denke, das ist kein Problem dann. Würde ich mich in mein Auto schmeißen und den Motor schon mal warm laufen lassen, während der Rest sich auf und in dieses Auto reinsortiert. Wir sortieren jetzt. Müssen wir Feuer auf Überleben würfeln? Also alle, die denken, das ist eine dumme Idee, auf das Auto zu gehen, können gerne eine Aufmerksamkeitsprobe mal machen. Ja, bitte. Ja. Was? Und es ist tatsächlich ein Zweisitzer, ne? Ich glaube, du hast nicht mal einen Kofferraum in dem Wagen. Nicht ein Mangel an Vertrauen? War erfolgreich. Okay, du warst erfolgreich. Was du so siehst, während Elektra den Wagen ja vorsichtig auf diese Schiene drauf buxiert, ist so eine Trasse. So diese. Ich weiß nicht, wie die anders heißen. Resine. Resine, ja. Das wäre, ich schaue mir das an, wäre das nicht vielleicht sogar praktischer? Wir haben gesehen, wir haben mehr Kilometer. Die Resine könnte vom Rennwagen geschoben werden. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Abschliffseil mit. Ich habe das Gefühl, wir machen das komplizierter als nötig. Moment. Ja. Wenn wir mit dem Auto fahren, brauchen wir die Dresine nicht. Aber die Dresine ist gemacht, um auf den Schienen zu fahren. Sie ist hier, als wäre sie dafür gedacht, dass wir sie jetzt benutzen. Ja, aber wo bleibt denn da der Spaß? Und außerdem sind wir viel langsamer. Ich gehe auf die Dresine. Ich pumpe jetzt nicht 70 Kilometer die verdammte Dresine. Nein, du wirst das auch nicht 70 Kilometer machen, sondern nur... nun, also... Nicht die ganzen 70, aber ich denke schon so 20 mindestens sollten wir machen. Aber vielleicht finden wir ja auch recht früh das, was wir suchen. Wir brauchen Licht. Wir bringen die Spielleiterin in Verdrückung. Die groß genug. Der Rennwagen sieht verzweifelt aus. Ich bin nicht ich bin immer verzweifelt bei dir. Natürlich haben wir Licht. Gut. Am Auto, oder? Am Auto, ja. Okay. Für die Dresine sollten wir eine Kerze einpacken. Ich gebe mich geschlagen, macht doch, was ihr wollt. Und was machen wir jetzt? Ihr habt eine Lösung. Fangen dann mal an, das Abschleppseil zwischen der Dresine und dem Auto zu verbinden. Alle Kinder fahren ICE. Ich hätte die Dresine angeschoben. Shit, unser Chat ist sehr unterhaltsam. Alle Kinder fahren Zug, außer Sabine, die pumpt an der Dresine. Ohne was? Ich finde, dem Chat mangelt es an Ernst. Lass uns konzentriert weiterspielen. Ja. Okay, also. Füllt man Flachmann dann noch vorher auf mit Superzündis oder so? Superzündis? Ja, da gibt es einen Kiosk, da kommst du auch ganz. Also, funktioniert ohne Probleme. Gut, also Harry ist vorbereitet. Möchte ja die anderen euch auch noch irgendwie vorbereiten? Oder seid ihr todesmutig, um einfach so auf die Dresine zu... Entschuldigung, ich muss jetzt lachen gerade. Doch, ich muss mich vorbereiten. Ich werde noch ein paar Hollywood-Kaugummis mehr körperlich erwerben im Tabapress-Laden. Ja. Die sind köstlich, aber verlieren nach genau 30 Sekunden den gesamten Geschmack. Gut, du findest deine Kaugummis und du nimmst sie mit. Und ja. Okay, also ihr habt die Dresine mit einem Abschleppseil hinter Kams Elektra, hinter Elektra am Boden, der ist Rennwagen gespannt und ihr seid bereit. Gut, dann würde ich mal sagen, Elektra, weil das ist ja jetzt nicht so, also man fährt ja nicht jeden Tag auf einer Schiene, ne? Und man fährt auch nicht jeden Tag auf einer Schiene mit einer Dresine dahinter, ja? Oh, Mach doch mal bitte eine Fahrzeugprobe, die um 2 Pips erschwert ist, weil wir machen ja schon was nicht Alltägliches.
Ach. Und sprich nur für deinen Alltag. Die anderen hinten, also besser sitzt dann alles auf der Dresine jetzt drauf. Ich habe mir den Nachbarplatz gesichert. Okay, also alle außer Tier und Elektra, ja? Ja. Also ich habe mir schon mal hier so ein Fähnchen gebastelt. Vielleicht brauche ich das gleich. Ja, alle anderen da hinten machen doch dann mal bitte entweder eine Überlebenprobe. Weil das ist eine Situation, die ihr so nicht kennt. Oder ihr macht eine Aufmerksamkeitsprobe, ja, weil ihr irgendwie versuchen müsst, das Ganze auszubalancieren, was da so passiert. Ich habe, okay. Ich habe Überleben nicht, das wäre also 15. Ich das kann nicht 15. überleben. Aber hast du Aufmerksamkeit? Ich habe Aufmerksamkeit, ich nehme sowas von Aufmerksamkeit. Da hast du sogar 65, das ist ja einer der zweitbesten Werte. Ja, ja, ich habe eine 68 gewürfelt. Das kann ich auch nicht umdrehen, also knapp daneben. Das kannst du nicht umdrehen, ja? Ja, nee, also nicht, lass wenn ich es besser machen will. Lass mal kurz so stehen, den Wert, ja? Mhm. Was haben denn Harry und... 77. Das bringt auch nichts. Erstmal gibt es einen Storypunkt. Und, meine Frage ist, kann ich nicht zwei Storypunkte ausgeben, weil das ja eigentlich ein Autostand ist? Ja. Ah! Ja. Ja, können wir so machen. Du kannst, also Elektra hat eine Fähigkeit, dass sie zwei Storypunkte macht, um irgendeinen krassen Autostunt zu machen. Und ich würde das durchgehen lassen als Autostunt, weil es ist nicht so alltäglich. Ja. Okay. Harry, was ist mit dir? Was du ich habe eine 27 auf Überleben gewürfelt. Easy? Wieder? 94 auf Aufmerksamkeit. Cool. Du hast 45 oder so, ne? Auf Aufmerksamkeit. 65, aber ja, nein. Okay. Ja, also Elektra setzt sich in Bewegung und ihr habt es ja gesagt, also Paula, du hast ja zuversichert, dass sie da durchaus schnell flankfahren kann und das alles so haargenau passt. Ja, absolut. Weshalb Elektra halt auch richtig Gas gibt. Ja? Sie drückt einmal drauf und ihr hinten in der Dresine, Harry, du kannst dich gerade so festhalten, die anderen beiden halten sich am Ende fest und ihr werdet einfach nur hinterhergezogen und in diesen Tunnel oder Richtung Tunnel, Richtung Berg. Jurika und Frieda halten sich ja fast todeserwürchtig an dieser Dresine fest. Ah, hat das eine was Bremse? Das bewegt dich, ne? Ja. Ihr werdet immer noch diese Dresine hinterherwippen, so, ja. Die Schulze und Schulze in den ersten Bänden, denen passiert das immer. Und, ja, ihr seid auf jeden Fall schnell unterwegs. Der Zug braucht so ungefähr 3,5 Stunden für die Strecke. Und so ungefähr, würde ich mal sagen, eine Stunde, bis er den Mont Blanc erreicht. Elektra, 28 Minuten. Oh no. Und ihr passiert jetzt gerade den Tunnel. Also ihr kommt jetzt fahrt jetzt in den Tunnel rein. Ja, der ist natürlich nicht beleuchtet irgendwie innen. Das heißt, das Scheinwerferlicht deines Sportwagens ist so das Einzige, was jetzt gerade als Lichtquelle dient. Könnt ihr bitte hinten lauter schreien? Vielleicht hören wir irgendwelche hohlen Stellen in die Tunnelwände. Schreien! Wie bremsen wir hiermit? Also ich würde vom Gas gehen, um das Ganze mal ausrollen zu lassen und dann langsamer weiterzufahren. Ich habe das Gefühl, dann begrüßen wir deinen Heck. Deshalb lasse ich sie ja ausrollen. Und danke, dass du nicht bremst, ja. Ja, okay. Ihr rollt den Wagen aus. Und ihr seht immer nur so diese Dresine, wie sie quietscht und drei blasse Gestalten dort sitzen. Paul, du bist super entspannt. Die Fahrt war gar nicht so schlimm wie sonst. Ja. Keine Ahnung, was die anderen haben. Ich gehe mal zur nächstbesten Tunnelwand und werde mich leise, aber sehr damenhaft übergeben. Okay. Ich hole einen, ich halte mich verzweifelt mit einem Arm fest, auch wenn wir jetzt langsamer sind, und hole mit der anderen Hand ein Taschentuch aus meiner Jacke und reiche es Frieda. Du bist doch an der Dresine festgeklammert, ne? Mhm. Ich okay. Geb's dir wieder, wenn ich's sauber gemacht habe. Ja, bitte.
Ich nehme noch einen kräftigen Stück von dem Flachmann, schüttel mich ein bisschen. Harry, das war doch nicht so schlimm wie die Seidenstraße damals. Da saß ich auch im Auto. Ich fand, das war eine schöne Reise. Jetzt lasst uns doch mal hier nach diesen Tunnelproblemen suchen. Und ich finde, das Auto hat tatsächlich einen äußerst guten Lichtschein, um da wirklich langsam entlang zu fahren und sich das mal anzusehen, die Wände. Irgendwas. Oder vielleicht kann man, ich werde auf die Gleise selber gucken, während wir uns weiter bewegen, denn da müssen ja irgendwo Weichen oder irgendwas sein, hoffe ich, denke ich. Ja, ihr fahrt weiter. Also du rollst ja quasi, würde ich mal sagen, Schrittgeschwindigkeit wahrscheinlich irgendwie lang, oder? Ja. Was ist der Plan? Okay. Ja, ich will nicht laufen. Du möchtest laufen? Ja, bitte. Okay, Jurika, möchtest du auch laufen? Ja, bitte. Okay, also von der... Ja, ich taste mich auch samt an der Wand entlang. Ja, wir stolpern also von der Dresine runter. Genau, als ihr von der Dresine absteigt, fällt euch nur eins auf, bei jedem Schritt irgendwie den da. Und versucht so ein bisschen zu federn, ja. Also die Schwerkraft hat euch wieder. Ja, ihr lauft ins Dunkle und lauft. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das abhandeln können. Also wenn ihr mir jetzt jeder von euch einen Skill nennen kennt, wo ihr der Meinung seid, der könnte für so eine Suche hilfreich sein, und es muss jetzt nicht klassisch nachforschen sein, es kann auch was anderes sein, wenn ihr mir sagt, worauf ihr achtet, also wie zum Beispiel Paul, der jetzt gesagt hat, er schaut auf die Schienen, was wäre denn da so ein guter Skill, den du nehmen könntest? Ich finde, Sicherheitssysteme passt da exakt. Ja, okay, akzeptiere ich. Weil das ist Metallarbeit und so, da werde ich mal gucken, ob da alles seine Richtigkeit hat mit diesen Schienen. Okay. Ich würde die Wände, während ich noch fahre, absuchen mit Ingenieurswesen. Ja, okay. Also ich bin tatsächlich auch bei den Wänden mit Aufmerksamkeit, weil ich taste sie ja ab. Ich taste mich ja dran lang. Also auf einer Seite. Genau, einer links, einer rechts, ne? Das ist so der Plan wahrscheinlich. Ja. Ne? Okay. Cool. Harry, was hast du für eine Idee? Also Fähigkeiten. Kompetenzen oben. Ach, Fähigkeiten geht auch. Wenn du da was hast, was du der Meinung bist, dass das passt. Ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf. Nee, ich würde auch die Wände absuchen und das Ganze mit Aufmerksamkeit. Okay, dann würfel doch mal bitte und dann sagt mir mal, wie viele Erfolge wir in Summe so haben, die ihr alle gewürfelt habt. Oder warte, Jurika, habe ich dich gerade voll übersprungen, ja, ne? Ja, aber ich mache einfach suchen, also einfach die Fähigkeit suchen oder Nachforschung habe ich beide gleich hoch. Und ich schaue ins Gleisbett, ob da irgendwie was Ungewöhnliches ist oder noch Teile vom Zug liegen, weil man hat ja Teile gefunden. Sorry, irgendwie gerade ist mir das so durch den Kopf gegangen. Das war nur 4. Okay. Eine 25. Das ist ein Erfolg, nice. Ja. Haben wir schon mal einen? Eine 65 bei mir. Auch ein Erfolg. 2, okay. Draco, was hast du gerade gesagt? 35, auch ein Erfolg. Perfekt. Paul? Eine 6. Ich hab Harry, 6. Oh, sorry. Ich habe eine 0,5, auch ein Erfolg. Cool. Ja, ihr lauft ein bisschen durch die Dunkelheit. Eine ganze Weile, ihr habt so jegliches Zeitgefühl verloren. Was dir auffällt, Harry, als du auf deine Taschenuhr schauen willst, ja, wie lange ihr schon läuft, fällt dir auf, dass die Uhr stehen geblieben ist. Und Jurika, was dir auffällt, weil du halt auch so gespannt auf das Gleisbett schaust und auch Paul, der sich die Schienen anschaut, immer wieder flackert auch das Licht von dem Wagen. Ja? Wenn dir weiterlauft, ist das kurz spicken. Frieda, du bist die Erste, die es bemerkt, weil du dich ja an der Wand lang tastest. Der Berg fängt an zu beben. Also zu zittern. Du merkst es richtig, wie er anfängt zu zittern. Freunde, Erdbeben? Es wird stärker. Ja, es geht los. Kommt da ein Zug? Es zittert, ja. Es kommt kein Zug. Du hast den Schlaf im Kopf, es kann noch gar kein Zug kommen. Aber die Erde fängt an zu beben. Spürt ihr das? Zu Boden. Paul Elektra, merkt ihr das auch oder kommt das noch von der Dreisine?
Nein, 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 das ist... auch. Ich suche einen... Irgendwo gibt's hier Stützen oder sonst was? Oder ist der einfach verschalt, der Tunnel? Also irgendein Teil, der stabiler ist und da den zusammenhocken und Hände über den Kopf. Ich finde es auf jeden Fall Stützen, ja. Ja, ich glaube, ich habe die beste Erdbeben-Ausbildung in der Schule genossen von allen Leuten hier. Stimmt, ja. Weißt, ja. Ich suche mir eine stabil aussehende Ecke und mach mich da klein. Ich folge dem Beispiel, nachdem ich sehe, was Jurika macht. Ja. Nah an der Wand irgendwo. Und presse meine Kamera an die Brust, dass sie auch auf jeden Fall geschützt ist. Ja. Es dauert gefühlt. Ich liege flach auf dem Boden. Ja, ihr merkt jetzt richtig, der ganze Berg vibriert förmlich. Also sowas habt ihr noch nie erlebt. Jurika, für dich ist das jetzt nicht unbedingt was Neues. Du kennst sowas schon. Für euch Europäer ist das allerdings doch echt gerade sehr, sehr angsteinflößend. Deswegen macht ihr mal bitte alle eine Probe auf Willenskraft. Außer Jurika. Die hat sie auch nicht. Auf 15. Ja, auf 15. 33 und kein Erfolg. Gut, aber gibt es schlechtes Karma. Schlechtes Karma. Gut, du bekommst auf deine nächste Probe, die du durchführen musst, -3 Pips. Okay. Ist das mit den anderen bei? 67 oder so. Nein. Okay, also jeder von euch, der es nicht schafft, kriegt auf seine nächste Probe -2 Pips. Außer Frieda, -3 wegen schlechtem Karma. Ich habe okay, super gewürfelt, aber eine 20 reicht auch nicht, also... Du kannst aber flippen, dann bist du 2. Ja, wir wollen es nicht übertreiben. Es war nur ein Angebot, dass du deine Freunde loswirst. Ja, die brauchst du die sonst, also... Nein, das ist schon okay. Jurika, du bist überhaupt nicht beeindruckt so groß von dem Gewitter. Du wunderst dich, warum die anderen gerade so halb durchdrehen. Also die anderen 4 haben fast einen Nervenzusammenbruch gerade. Und so schnell wie das ganze Erdbeben gekommen ist, so schnell ist es auch wieder weg. Und der Zug ist einfach nur, der Berg ist einfach nur still. Also ihr hört gerade. Ist doch alles gut. Das war vielleicht eine 2,5. Nicht sehr schlimm. 3,5 maximal. Und auch in dem Moment flackert wieder das Licht, ja, von Elektras Auto. Mach, dass es aufhört. Allerdings, Elektra, ich stehe auf, wisch mir den Staub, der ein bisschen von der Decke gekommen ist, von den Schultern. Mit deinem Auto stimmt was nicht. Er hatte es noch nie. Ich würde aussteigen, den Motorraum aufmachen und mir die ganze Sache mal angucken, ob sich irgendwelche Kabel der Elektronik, ich meine, damals war noch nicht so viel Elektronik drin, also das, ob sich irgendwelche Kabel der Elektronik da abschnitt haben. Mhm. Ich muss auch keine Probe machen, das ist so ein Routine-Ding, was du bei den Rallye-Fahrten auch immer wieder mal gemacht hast. Nee, also es ist kein Kurzschluss, es ist kein Wackelkontakt, es ist alles noch, trotz deiner holprigen Fahrt über die Gleise, alles noch intakt. Also es der Motor, läuft auch noch? Der Motor läuft auch noch, ja. Es liegt also nicht am Auto. Schätzchen hat schon ganz andere Sachen mitgemacht. Meine Uhr scheinbar nicht. Aber bei der Fahrt ist das kein Wunder. Deine Uhr ist kaputt? Ja, aber wir saßen auch auf dem Anhänger. Ja, die hat es wahrscheinlich zerrüttelt. Schlimm. Marie, du warst doch schon überall, das ist wie diese Triangle vor Amerika. Weißt du, Zeit, komische Dinge passieren, Sachen verschwinden. Was ist jetzt hier? Glaubt ihr, wir sind gerade verschwunden? Ja. Was? Ich war verschwunden? Ah, verschwinden immer Sachen in dieser Triangle. Vielleicht auch hier. Ah, und ich guck mich um, ob noch Gleise nach vorne und nach hinten gehen. Ob das wenigstens noch so ist wie vorher. Es ist alles exakt. Also der Tunnel ist exakt so wie vorher. Es liegen auch nirgends irgendwie Felsen oder was auch immer im Weg. Also es hat sich zumindest im Tunnel nichts gelöst. Und dem Auto und der Draisine ist soweit nichts passiert. Riecht es anders? Sorry? Riecht es anders als vorher? Nee. In einer der Zeitungen hatte ja irgendwie gestanden, dass noch was gefunden worden war vom Zug im Tunnel. Mhm. Hatte da dabei gestanden, etwa wie weit drin? Und
Vom Kilometerstandszähler, also vom Streckenzähler im Auto, sind wir so weit oder? So ungefähr in der Mitte, wurde es so salopp geschrieben, ja. Und okay. Jurika, du hast ja nicht nur den Fahrplan gemerkt, sondern auch die Strecke quasi, wie lange es dauert und schätzt so ungefähr, dass euch da noch so 2-3 Kilometer zu der Stelle fehlen. Okay. So ungern ich es sage und so gern ich hier raus möchte, aber noch ein Stückchen weiter vielleicht. Ja. Ich springe in den Beifahrersitz. No. Ihr könnt ruhig schon vorfahren. 2 Kilometer laufe ich wohl. Ja, ich auch. Oder wir können einfach abkoppeln und normal mit der Draisine fahren. Danke, warum ist uns das nicht früher eingefallen? Ja. Weil die Draisine hinter dem Auto ist? Ja, wir koppeln die jetzt ab, dann kann das Auto gerne vorfahren und ja. ich Draisine hinterher. Ja, ihr Draisine hinterher. Okay. Wir können euch auch anschieben mit die Draisine. Nein. Dazu müssten wir das Auto auf die andere Seite bringen und dazu müssten wir es einmal von den Gleisen runter und wieder draufkriegen und ohne einen Bahnübergang ist das schwierig. Der Wert Elektra traut diesen Stand zu. Ja. Sorry. Okay, also ihr wollt weiter in den Berg hinein, richtig? Ja, zu der Stelle, wo das gefunden wurde. 10 Minuten oder sowas, ihr seid relativ fix, seid aber, gehe davon aus, immer noch wachsam, wie davor auch. Kommt ihr an eine Stelle, die so ein bisschen provisorisch mit Polizeiabsperrband, also neben am Gleis, abgesperrt wurde. Da liegt nämlich dieses Teil, ja, das hat man irgendwie mühsam abgesperrt und davor liegt so ein kleiner Zettel mit der 1. Beweist 1. Okay. Ich würde so anhalten, dass ich die Stelle ausleuchte, damit wir da auch vernünftig was sehen können. Ja, es ist so ein, keine Ahnung, Metallteil vom Zug. Also, zuordnen kannst du es jetzt nicht. Aber so ein Zug hat ja offensichtlich viele, viele Teile irgendwie. Und das ist so das Einzige, was scheinbar gefunden wurde von diesem verschwundenen Zug. Ich würde gerne mal mit meinem Wanderstock, Gehstock, die Tunnelwände abklopfen. Mhm. Die okay. Moderne 10-Fuß-Stange. Woo! Okay, ja, du klopfst die Wände ab und 20, 30 Meter hast du da jetzt bestimmt schon irgendwie abgeklopft, als es plötzlich hohl klingt. Freunde, hier könnte was sein. Oh, erstaunlich. So einfach kann es nicht sein, ermittelt ihr Clouseau oder was? Und ich renne da hin und hau gegen die Wand. Du haust gegen die Wand. Okay, als du gegen die Wand haust, hörst du nur so Klick. Und du siehst so ein Stück Fels. Ist einfach so aufgeklickt. Voila! Kommissar Zufall lässt grüßen. Woher wusstest du das? Besser als Chefinspektor Clouseau. Okay, ich greife mir meine Taschenlampe, die ich hinten in der Tasche habe und die in meiner Ausrüstung steht. Ich cheate nicht. Ist okay. Und leuchte da mal rein. Ja, du machst das auf und was du siehst, ist so ein kleines Tastenfeld mit 2 Glühbirnen. Eine, die gerade rot leuchtet und nebendran ist auch noch eine Glühbirne. Und die leuchtet nicht. Die leuchtet nicht. Und darunter ist so, kein Zahlenfeld oder so. Darunter ist ein Zahlenfeld. Aha. So einzelne Knöpfe von 0 bis 9. Dann werde ich doch, während die anderen noch staunen, was dieser idiotische Franzose da tut, mit meiner Kompetenz auf Sicherheitssysteme schauen. Ich werde das so anhauchen und dann natürlich merken, wo speckige Finger schon Tasten gedrückt haben. Man kennt das aus diversen Spionagefilmen. Und werde schauen, was die korrekte Kombination ist. Aha. Nichtsdestotrotz hast du deine -2 Pips, weil du immer noch ein bisschen Schiss vor dem Erdbeben hast. Wie gut, dass ich eben noch arrogant war und gesagt habe, der nächste Wurf ist sicher unwichtig. ich habe aber eine 40 gewürfelt, sodass mich das nicht anficht.
Ernsthaft? Also alles gut. Eine 40 auf 75, ich habe ganz locker das rausgefunden. Ja, du erkennst, wo da rumgedrückt wurde. Und ja. Der Code ist 4 mal die 8. Nicht schlecht. Ja. Ganz knapp an 1, 2, 3, 4 vorbei. Also du siehst nur, dass die 8 quasi gedrückt wurde. Und nachdem du es ein paar Mal ausprobiert hast, stellst du fest, okay, es ist 4 mal die 8. und es dauert einen kleinen Moment. Du hörst ein leises Piepen. Die rote LED oder die rote Glühbirne geht aus und eine grüne nebendran geht an. Das ist jetzt gut oder schlecht? Ach, ich laut. Es tut sich erstmal nichts, als plötzlich wieder ein leichtes Zittern durch die Wand geht. Dann wieder. Ich presse mich sofort wieder an die Wand. Jo. Yeah. Ich schaue mich nervös um. Wieder presst sich an die Wand, wahrscheinlich irgendwie so. Ja. Ja. Erstmal. Und ihr seht einfach, wie Frieda so mit der Wand mit verschwindet. Ja, also diese Wand klappt so nach hinten weg. Und ihr seht einen Gang. Frieda! Ist alles gut? Mach, dass es aufhört! Ist schon gut. Ich glaube, es hat jetzt aufgehört. Aber hier, das ist doch ein... Ich meine, das ist doch kein Gang, der hier sein sollte. Oder wissen wir das irgendwie, dass es hier... Ist das ein Rettungsgang oder ist das ein Geheimversteck? Ist das ein Rettungsgang mit einem Zahlenfeld? Also der Gang hat auch nur so 2-3 Meter. Also jetzt ist nicht so ein richtiger Flur. Und es ist so eine eingegitterte Birne in der Decke, die lila leuchtet. So stelle ich fest, dass hier kein Zug durchpasst, oder? Du stellst fest, dass hier kein Zug durchpasst. Und am Ende dieses Ganges ist nochmal so ein kleiner Pult. Knöpfen. Ah! Komm mit! Wir müssen irgendwie das Auto aus dem Weg kriegen, Moment, bevor der Moment, nächste Moment. Zug ankommt. Klick. Klick. Erstmal Fotos machen. Okay. Ich stelle mich so mit meiner Zigarette im Mund so hin und einen Fuß stelle ich irgendwo drauf, damit ich auf dem Foto ein bisschen cooler aussehe. Paul, kannst du aus dem Bild gehen? Ich stehe wie üblich hinter Eureka, weil ich ja nicht auf Fotos sein muss. Ja. Was ist denn an diesem Pult zu sehen, wenn wir uns das anschauen? Also, es gibt einmal einen Knopf, da steht einfach nur Start-Stopp. Und es gibt diesen Hebel, der in der neutralen Position ist, mit einem Pfeil nach oben und einem Pfeil nach unten. Also, das ist super komplizierte Technik. Sieht amerikanisch aus. Also schwedisch. Automatikgetriebe. Was steuert man hier damit? Das werden wir noch rausfinden, indem wir es ausprobieren. Ich fürchte, dass das stimmt. Ich bin für nach unten drücken. Ich bin erstmal für Start drücken. Das scheint ein guter Anfang zu sein. Also, Elektra, Start. Dann drücke ich auf Start. Und du kannst da schon, also der Knopf ist schon echt groß, du kannst da so drauf, dann hast du so klack, er geht einmal rein und wieder raus. Aber es passiert gerade nichts, also ernüchternder Start, würde ich sagen. Ah, andersrum. Erst runter, dann töck. Oder okay. Wollt ihr hoch und dann töck? Was in den Himmel, ich mach nur den Start und Stopp. Dann mach einfach, wenn alle anderen nicht dazwischen springen und mir in den Arm hechten, mache ich den Hebel nach unten und sage, und tock bitte. Und tock. Tock. Man hört nur von draußen, als würde sich irgendwelche Zahnräder, Maschinerie in Bewegung setzen. Und ihr stellt fest, also es ist ja noch so, das Licht von deinem Wagen so ein bisschen wahrscheinlich auch da rein reingegangen, es wäre ja nicht nur lila, dass es jetzt doch ein bisschen dunkler wird in diesem Gang. Ich gehe mal zurück und schau mal in den Tunnel raus. Du siehst, wie gerade ein Abschnitt der Gleise mit eurem Auto und der Draisine drauf nach unten fährt, sich wegbewegt. Perfekt.
Da brauche ich gerne einen Lift. So langsam auch, ja? Draußen fährt gerade ein Lift und der Lancia ist gleich weg. Wo ich das höre, rase ich an Frieda vorbei. Jetzt auch erkennen, dein Auto versinkt gerade in der Erde. Wie weit ist das von mir weg? Ich halte so einen Meter so ist es schon in der Erde, ja. Ich halte Elektra fest, bevor sie hinterher springen kann. Einfach nur, weil es mir Spaß macht, mache ich den Hebel nach oben und drücke auf Start. Mitten in der Bewegung. Der Aufzug fährt wieder nach oben. Elektra, alles gut. Oh Gott. Jag mir nie wieder so einen Schrecken ein. Mein Auto. Geht es da noch weiter oder wollen wir mit dem Aufzug runterfahren? Ja, da geht es nicht weiter in dem Gang. Okay. Aber so haben sie es gemacht. Sie haben so den ganzen Zug nach unten verlegt. Ist das, oder? Ist das Gleichstück lang genug? Ja, ist auf jeden Fall schon echt lang. Also du bist jetzt keine Expertin, aber du würdest schätzen, da passt ein Zug drauf, ja. Das ist ja verrückt. Wie viel Geld müssen Sie dafür ausgegeben haben, das heimlich zu bauen, hier in einen Tunnel, der benutzt wird? Ich verstehe jetzt, dass das nur Oktopus gewesen sein kann. Mir fällt auch auf, dass, wenn du dich an den Zugplan erinnerst, dass quasi zwischen dem letzten Zug um 8 und dem ersten Zug um 9 morgens kein Zug mehr hier lang fährt. Sie müssen das immer wieder in den Nächten gebaut haben. Das ist doch verrückt, dieser Aufwand. Vielleicht hat Oktopus auch seine Arme in lokalen Behörden hier, die daran beteiligt waren. Sind französische Behörden, sicher. Oh, dass du das hast, was hast du sagst. Gesagt, Paul. Vielleicht nutzen sie auch einfach nur etwas, was schon vorhanden war. Weil das zu bauen... Während, wie gesagt, während die Schienen benutzt werden. Ich meine, du bist der Weltkriegsveteran, Harry. Kannst du dich erinnern, dass es solche Bunker gab, um ganze Züge zu schützen? Paul war in der französischen Armee. Aber wir haben das nicht gemacht. Wenn, waren es diese Bosch. Ihr wisst schon, Nazi, die Deutsche. Deutsche Ingenieurskunst. Ja, deswegen auch nur zwei Hebel. In der Einfachheit ist manchmal... funktionieren. Ja, genau. Funktionieren, idiotensicher. Du willst damit sagen, dass Oktopus Deutsche sind? Ah, vielleicht... bestimmt. Habe ich nicht dran gedacht, aber bestimmt. Also... Das ist auf jeden Fall eine internationale Gruppierung. Aber irgendjemand muss ja an der Spitze stehen. Ja. Das werden wir aber nicht in diesem Gang hier ergründen, fürchte ich. Das fürchte ich auch. Ich fürchte, wir müssen darunter, nicht wahr, Elektra? Also... Ja, da Paul die Maschine verstanden hat, würde ich sagen... Ich lasse mein Auto dann nicht noch einmal alleine runterfahren. Ich stelle mich aufs Gleisstück. Aber wir haben genug Zeit von dem Raum... hinzugehen, wenn das Pferd nicht so runter, oder? Nochmal bitte? Das fährt langsam runter, also wir haben genug Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Also ihr müsst euch schon beeilen, also spazieren gehen jetzt nicht, aber ihr schafft es locker, ja. Auch ohne irgendwas zu würfeln. Das stört Paul nicht. Der wird als Letzter dieses Ding betätigen und dann so wie... man von einer Explosion wegläuft, so ruternd den Gang, die 5 Meter Gang entlang laufen und auf den Wagen springen, auf das Gleisstück. Vielleicht überholst du mich sogar noch. Das kann sein. Harry geht so gemütlich mit seinem Spazierstock. Lüft sich dran vorbei. Ich beobachte neben dem Auto stehend, wie er alle auf mich zukommt. Ja, es geht langsam voran. Dauert vielleicht 2-3 Minuten oder sowas gefühlt. Und plötzlich seht ihr, wie unter euch ein kleiner Hangar zu sehen ist. Also ihr seid vielleicht, ich schätze so 40, 50 Meter oder sowas jetzt unter der eigentlichen Gleise angekommen. Und ihr seht
ihr kommt quasi dieses Gleisabschnitt runter und plötzlich seid ihr ebenerdig mit dem Boden in dieser Halle. Und das Erste, was ihr seht, ist auf einer Gleise direkt neben euch der Zug. Wir haben ihn gelöst. Sie haben ihn einfach hier stehen lassen. Ist da noch jemand drin? Ich gehe auf die Zehenspitzen und hüpfe, um in die Fenster reinschauen zu können. Ich guck mich im Raum allgemein mal um und meine Hand geht instinktiv zum Holster, aber ich lasse die Waffe noch stecken. Also erstmal im Zug ist niemand. Also es ist zwar schon ein bisschen schwierig für dich, du musst echt hüpfen, so, aber du kannst niemanden im Zug erkennen. Also der Zug scheint menschenleer zu sein. Und ansonsten ist es hier auch generell recht ruhig, ja. Also es ist niemand hier, keiner hat euch erwartet. Es ist einfach nur dieser kleine Hangar mit dem Zug und dem, ich sag mal, Gleislift, nenne ich das Ding jetzt mal. Ja? Mhm. Wir sollten den Wagen hier runterfahren und das Ding wieder nach oben befördern, nicht dass der Zug hier runterstürzt. Ja. Ich dachte, den Wagen habt ihr mitgenommen. Ja, also den Wagen mit der Resine runterfahren, damit das Ding wieder hochfahren kann, damit eventuelle nicht, dass wir noch Schäden haben. Ja, unsanft vor allem. Sieht man im Unbedienfeld, wenn man das... Inspektor Clouseau finden. Wer ist Inspektor Clouseau? Und warum suchen wir den hier? Ein was? Das gehört sich nicht, Jurika. Er ist ein Flick, ein Polizist. Ah, könnten wir doch sicherlich eigentlich gebrauchen hier. Ja, man kann ihn nicht gebrauchen. Du redest so viel Unsinn, das ist unglaublich, Paul. Aber wir sollten rausfinden, wo diese Leute hin verschwunden sind. Ja, da hilft uns auch der Unsinn nicht weiter, Paul. So, sind hier noch Ausgänge? Ja, es gibt tatsächlich einen Ausgang. Ihr seht in der Halle selbst so ein kleines Containerhäuschen. Aber um noch mal kurz auf die Frage von Harry, glaube ich, war es, einzugehen. Oder Frieda, es ist ein Bedienfeld da. Es steht nicht weit weg von eurer Position. Exakt wieder so ein Pult mit diesem Hebel und einem Knopf. Start, Stopp. Okay, dann Elektra, magst du bitte dein Auto, dein Renngefährt dort runterfahren? Dann würde ich... Ja, nimmt jemand die Draisine mit runter? Ja, die muss auch runter. Ja. Sonst wird sie zertrümmert. Ja. Genau. Ja, mach das Gleisstück wieder frei. Lass mich dann kurz von Paul schulen und benutze dann das Gerät. Ich würde mir mal anschauen, wie die den Zug, der ja jetzt offensichtlich nicht mehr auf dem Gleis steht, neben das Gleis gekriegt haben. Gibt es hier einen Kran oder gibt es eine Weiche oder ein Parallelgleis, auf das sie das Ding hingefahren haben? Oder? Also du siehst ein anderes Schaltpult, was ähnlich aufgebaut ist. Das hat einen Start-Stopp-Knopf und einen Hebel, aber der geht von links nach rechts. Ah, okay. Und du konntest erkennen, dass der Fahrstuhl quasi, also dieser Gleisfahrstuhl, sobald er unten angekommen ist, sich drehen lässt. Also gehst du mal davon aus, dass der andere Gleis das auch kann. Okay. Also dass man dann so und dann rüber und ich hoffe, das war jetzt gerade sinnbildlich. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also es kann hoch und zur Seite. Genau. Ja. Okay. Also wir könnten es auch kaputt machen, indem wir das zur Seite machen und dann hochfahren. Ja. Gut für die Eventualitäten später vielleicht. Wir merken uns das. Ja. Ich suche auf jeden Fall mal nach anderen Ausgängen. Also wir haben da den Zug, wir haben die Gleise, wir haben Pulte. Genau, ihr habt das Containerhäuschen, was so am Rand dieser Halle quasi, an der Wand hingestellt wurde. Und das ist auch so ziemlich das Einzige, was wie eine Tür aussieht. Gut. Also dieser Container hat halt eine Tür. So. Mhm. Genau. Wollt ihr da hin? Ja. Ja. Vermutlich, ja. Okay, ja. In den Container könnt ihr tatsächlich reingehen. Und das Erste, was euch auffällt, es gibt so zwei Schreibtische mit einem Haufen Papierkram, der da rumliegt. Es gibt an der Wand eine Metalltür,
nimmt an, das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Oben drüber gibt es so eine kleine Anzeige mit so einem Oktopus aus so einem Zeiger. Und direkt daneben ist auch ein Lageplan, die ihr so aus Kaufhäusern kennt. Und was steht da drauf? Wahrscheinlich nicht Damenmode. Nein, also erstmal ist der Lageplan, sieht aus wie der Mont Blanc. Ja? So, was ihr da im Detail drauf seht, ist, dass ihr euch gerade im Gleishanger befindet. Das ergibt Sinn. Damit seid ihr quasi unter, also ihr seht auf dem Plan erstmal diesen Gleis eingezeichnet. Oder ihr nehmt an, dass das ist. Ihr seid im Gleishanger. Und es gibt noch drei weitere Etagen nach unten. Die sind beschriftet mit Labor, mit Gefängnis und mit Generator. Nach oben hin gibt es den Octopod-Hangar. Octopod. Genau. Und ihr seht auf dem Plan unten rechts so einen kleinen Octopus. Ja, also das Octopus-Logo. Es ist natürlich alles gebrandet hier. Okay. Wohin wollen wir? Madame Monsieur? Würde erstmal noch einen Blick auf die Unterlagen werfen, die denn da liegen. Mhm. Was findest du? Du findest, also unter anderem sieht das so nach klassischen Lieferungen aus. Also du findest so Lieferpapiere mit Dingen, die angeliefert werden. Das Datum, was du darauf siehst, ist auch erst wenige Tage alt. Also das heißt, muss aktiv sein hier, nehme ich an. Und du findest mehrere Akten, die sich um die Fahrgäste des Zuges drehen. Also das sind unter anderem, wenn da irgendwelche Ausweise gesammelt, es wurde durchgezählt, wie viele Leute da im Zug waren. Und es wurden quasi, wenn es so eine Namensliste auch immer abgehakt, die Person da ist. Nimmst du an. Also wir können uns sicher sein, dass nicht zufällig dieser Zug entführt wurde. Wir haben hier ziemlich genau Akte geführt und abgehakt, wen sie hier im Zug entführt haben. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin langsam dabei, Paul wirklich zuzustimmen. Das sieht nach Deutschen aus. Sie haben eine Liste, sie haben sie abgehakt. Sind denn alle wirklich abgehakt oder ist irgendwas offen geblieben? Es ist nichts offen geblieben. Es sind alle abgehakt und auch auf den Papieren erkennt ihr ein Oktopus im Briefkopf. Das, also ja, nicht, dass irgendwo auch noch irgendein Missverständnis aufkommen könnte. Ja. Also wir von der Resistance hätten die Gefangenen befreit, für Verwirrung gesorgt, das Labor explodieren lassen, den Generator manipuliert und wären rausmarschiert mit einer Nationalhymne auf den Lippen. Aber ich weiß nicht, wie das heute gemacht wird. Hast du eine Fahne dabei, um sie zu schwenken? Ah, ich werde sie improvisieren. Okay. Sollten wir die Liste mitnehmen, um sicher sein zu können, dass wir alle Gefangenen, sollten wir auch anfangen abzuhaken, dass wir alle mitkriegen? Aber wir sind keine Deutschen, wir kriegen das schon hin. Okay, wie viel sind denn das? Also die Liste hat nur 30 Namen. Ah. Das wäre ja, also fällt auch auf, rein theoretisch könnten es auch mehr Fahrgäste sein. Mehr passen in den Zug auf jeden Fall rein, aber auf der Liste stehen nur 30 Namen. Und das sind zum Großteil französische Namen. Deutscher Name dabei, italienischer Name, aber der Großteil sind französische Namen. Und wieder keine Schweden. Wir sollten das so oder so mitnehmen. Aber wo gehen wir jetzt hin? Ich meine, der Vorschlag von Paul wäre eher, wenn wir das à la Resistance-Stil machen wollen, dass wir erst die Gefangenen befreien. Das sorgt für Verwirrung. Voilà. Ich fände es gut, wenn niemand mitbekommt, dass wir die Gefangenen befreien, aber... Und wir sollten einen vernünftigen Rückzugsweg gesichert haben, bevor wir
anfangen, irgendwelche Gefangene zu befreien. Aufzug. Dann sollten wir vielleicht gucken, was in dem anderen Hangar ist, weil ich fürchte, das Auto wieder auf die Gleise und mit der Dresine und da passen auch keine 30 Leute drauf und Zug bin ich bisher nur mitgefahren. Wäre aber eine Herausforderung. Das auf jeden Fall. Ich muss mich überlegen, vielleicht wäre das nochmal... Die werden den Zugführer ja auch mit gefangen genommen haben. Das heißt, wenn er nicht zu verängstigt ist, könnte er den Zug selbst steuern. Sehr gut. Oh, übrigens, Beweise, immer wichtig. Hält mal jemand kurz die Liste hoch? Warte. Klick. Klick. So, klick ein Bild, wie Elektra da steht und ein zweites Bild mit der verwaschenen Porne. Mit der Zigarette rein, fotobombt. Ich bin da wie so ein Hund, der auf jedes Foto drauf ist. Sehr gut. Ja. Ich checke, wie viele Fotos ich noch habe, nicke und mache dann wieder die Objektivkappe drauf. Ja, also du kannst doch ein paar auf jeden Fall machen. Ja. So, du hast dich ja noch gar nicht richtig ausgetobt. Ja, ich hab da einen 36-Bilder-Film drin, da sind irgendwie noch über 20. Ich denke auch. Im Notfall kann ich dir auch meine Kamera leihen, dann kannst du noch mitfilmen. Elektra, du willst diese Octopod überprüfen und vielleicht damit flüchten? Zumindest rausfinden, um was es sich dabei handelt. Ich bin dabei, Elektra, tatsächlich. Dann. Gut. Okay. Dann rufen wir mal den Fahrstuhl. Da gibt es einen Knopf an dem Fahrstuhl. Wenn man das so kennt. Na, dann drücke ich da mal drauf. Kurze Zeit später. Ding. Und die Tür geht auf. Die Tür. Drin steht niemand. Der Fahrstuhl ist schlicht gehalten. Mit lila Licht. Und einer Wählscheibe an der Wand. Einer Wählscheibe? Für die einzelnen Welches Octopus-Stockwerk ist denn auf der Karte, der Octopod? Das ist Stockwerk 1, 2, 2. Die anderen sind, das Labor ist minus 1, das Gefängnis ist, das Labor ist minus 2, das Gefängnis ist minus 3 und der Generator ist minus 4. Ja, dann Elektra, bitte. Du willst zu Octopod, du drückst auf die 2. Okay. Ding. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Octopus. Ich hole mein Diktiergerät raus. Fahrstuhlmusik. Octopus. Ich nehme noch einen kleinen Moment. Es ruppelt ordentlich durch. Ihr fahrt nach oben. Das merkt ihr. Und ihr fahrt eine ganze Weile nach oben. Als es wieder... Bing! Octopog. Hangar. Die Tür geht auf. Das ist so seltsam. Eine Geheimorganisation, die aber offensichtlich so viel Wert auf Wiedererkennung legt. Eine ganz schöne Begeisterung. Irgendjemand muss diesen Song geschrieben haben. Und eingespielt. Ich habe ihn immer noch im Kopf. Ja. Leute, nach dem. Also ich habe Angst vor Leuten, die so entschlossen ihren Wahnsinn umsetzen. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Ich mag sie. Du magst sie? Diese Terroristen? Es handelt sich definitiv um psychologische Kriegsführung. Aber sie haben Schmiss. Octopus. Ja, doch, geht ins Hirn. Du hast recht. Dankeschön. Gut, also was sehen wir bitte, wenn wir in diesen Octopod-Hangar reingucken? Also, ihr seht erstmal vor euch ein Geländer. Und zwar seid ihr auf einem Laufsteg, geht nach links und nach rechts. Und am Ende gehen Leitern nach unten jeweils. Also so 5 Meter nach links, 5 Meter nach rechts, geht jeweils eine Leiter nach unten. Das heißt, ihr befindet euch schon mal oben. Ein Stockwerk über dem eigentlich. Ihr seid in einem großen Hangar. Was ihr sehen könnt, ihr blickt erstmal, wenn ihr in die Ferne schaut, in den Schnee. Und in den Himmel. Also ihr seid sehr, sehr weit oben. Es zieht auch ordentlich. Also ihr habt definitiv nicht die Kleidung an, um hier oben eigentlich so arg viel rumzulaufen. Was ihr aber erkennen könnt, sind 5
Octopods. Fragt ihr euch sicherlich. Ja, was sind Octopods? Was ist denn so ein Octopod? Genau, der Octopod ist ein, also das habt ihr noch nie gesehen. Elektra und Frieda, macht doch mal bitte eine Probe auf Fahrzeuge. Du kannst ich habe immer noch meine minus 3 Pips. Ne? Korrekt, ihr habt, denkt dran, ihr habt die minus 3 und die minus 2 Pips. Genau, bei mir auf dem 1 eine 0. Das zählt dann nicht als durchgefallen, das hast du geschafft, okay. Ja, und insgesamt eine 40. Okay, Elektra. Also, ausreicht. Ich habe eine 82, das ist so oder so nix. Gut, das passt auf jeden Fall, weil es handelt sich ja immerhin um irgendwas, was offensichtlich fliegen kann. Und dir wird ganz klar, um was es sich da steht. Also da steht vor dir ein Octopod. Der Octopod 23B-85C407. Davon hast du schon gehört, und zwar in den Geheimakten deiner Organisation. Der Octopod ist ein Ein-Personen-Fluggerät. Sieht im Prinzip aus wie so ein kleiner Helikopter. Allerdings eben nur für eine Person. Man sitzt im Freien, gibt kein richtiges Cockpit, gibt so einen Schaltknüppel. Und du findest so ein bisschen, dass diese zwei Rotoren oben aussehen wie so Tentakel. Okay. Also so leicht geschwungene Rotorblätter. Leicht geschwungene Rotorblätter, ja. Okay. Ich beuge mich darunter. Ah ja, jetzt, wo ich sehe, natürlich, klar. Das sind die Octopods aus den Unterlagen. Ein-Personen-Hubschrauber, mit denen sie quasi vermutlich flüchten können. Ich könnte es wahrscheinlich fliegen, aber ich könnte keinen mitnehmen. Das ist das Problem. Ihr seht, wie Pauls Augen so ins Leere gehen. Und er stellt sich gerade schon vor, wie er mit so einem Octopod vor der Explosion aus dem Mont Blanc raus von seinem sabotierten Generator rausfliegt und dann so. Der hat das so genau vor Augen, der weiß schon genau, wie das alles ablaufen wird. Ihr werdet kurz ohne mich auskommen. Also, was euch anderen auffällt, die jetzt ja nicht so, sag ich mal, mit Flugzeugen oder Fluggeräten sind. Was ihr noch nie an einem Fluggerät gesehen habt oder an einem Flugzeug, sind Pedale. Aber diese Octopods haben Pedale. Moment, zum Geschwindigkeitssteuern oder zum Fahrradfahren? Also Kurbelpedale oder Gaspedale? Kurbelpedale. Was? Du siehst keine Fahrräder. Also du siehst keine Räder. Keine, also, ja. Ha. Nur noch mal, wie viele davon standen da? 5. Klick. Okay, gut. Klick. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ah, also im Notfall gibt es für jeden von uns eins davon. Ja. Ein Pedal oder 8? Musst du kurz überlegen, warum. Das sind zwei Pedale. Ich bin nur sicher, dass es nicht wirklich Oktopoden sind. Genau. Das sind zwei Pedale. Und hier ist der Anführer unserer Organisation. Ich habe einen Oktopus im Kopf, der gerade auf so einem Ding sitzt. Ja, danke schön. Und er ist sehr schnell. Er ist sehr schnell. Weil 8 Pedale, I mean. Okay, ansonsten, was ihr noch erkennen könnt aus eurer Position da oben, dass es da durchaus an der Seite nochmal so ein kleines Häuschen gibt, ähnlich wie dieser Container. Und ihr erkennt auch, dass dort hinter der Scheibe jemand sitzt und aus in den Hangar schaut. Ups. Aber das ist so, also unten im, weiß ich, der eine Ebene drüber. Also, geht mal davon aus, er hat euch nicht gesehen. Da ist jemand. Sollen wir versuchen, näher an die Person heranzukommen, um sie zu befragen? Oder wollen wir uns wieder rausschleichen? Ich wäre für Option 2. Einer. Da dies potenziell ein Fluchtweg für uns ist, sollten wir ihn sichern, bevor wir wieder zurückgehen. Gut. Ja. Ich. Weil wenn der flieht, dann haben wir nur noch 4.
Octopods. Ich binde mein Haarband fester, mir die Haare aus dem Gesicht und dann versuche ich möglichst heimlich mich diesem... Gibt es da einen Aufgang irgendwie zu? Eine Treppe, eine Leiter? Es gibt zwei Leitern am Ende dieses Stegs, auf dem ihr euch befindet. Gibt es jeweils links und rechts eine Leiter. Mhm. Das sind so 3-4 Meter. Jetzt so vielleicht 5. Gut. Könnte man runterrutschen, wird sich so weit. Ja, dann will ich dahin. Möglichst okay. Ungesehen. Ja. Schaffst du auch. Ne? Mhm. Also, wer auch immer da sitzt, scheint nicht so eine engagierte Person zu sein. Vielleicht passiert hier oben auch einfach nicht so viel. Weißt es nicht. Willst du dich weiter ranschleichen? Ja. So, dass ich zumindest sehen kann, ob die Person da eine Waffe hat. Oder anderweitig gefährlich ist. Dann mach doch mal bitte... Okay, wir können das jetzt entweder machen, wenn du dich weiter ranschleichen möchtest. Also du kannst mit Aufmerksamkeit versuchen, aus deiner jetzigen Position was zu sehen. Oder du kannst dich natürlich weiter ranschleichen. Dafür bräuchtest du dann aber... schleichen. Ah, ich habe nur Täuschung. Ich wollte gerade fragen, wofür das zuständig ist. Wahrscheinlich jemanden reinzulegen. Zum Beispiel, außer du sagst mir jetzt irgendeinen anderen Grund, warum Täuschung da passen könnte. Zum Beispiel, weil du ein Stein wirst oder sowas. Sowas könnte das sein. Also du kannst da schon sehr frei umgehen mit den Kompetenzen. Hm. Aber es wäre halt nicht schleichen. Erstmal gucke ich mit Aufmerksamkeit und versuche rauszufinden, ob die Person eine Waffe hat. Mit einer 14 ist das, glaube ich, auch echt gut gelungen. Ja, du erkennst jetzt auf jeden Fall, dass das jemand vom Oktopus sein muss, weil die Person trägt eine purpurfarbene Uniform. Mit Tentakeln? Mit Mütze, nein, aber da ist so ein ganz diskreten Oktopus auf dem Kragen drauf. Oh. Du willst ja auch nicht übertreiben mit dem Branding. Es reicht ja, dass die Uniform Oktopus purpur ist. Und die sieht tatsächlich nicht so aus, als würde sie groß aufpassen. Du hast sogar, soweit du es erkennen kannst, das Gefühl, dass die ein bisschen am Dösen ist. Eine Waffe kannst du jetzt allerdings nicht erkennen, weil sie sitzt da und du siehst im Prinzip nur den Oberkörper an der Scheibe und seinem Kontrollhäuschen. Da. Das kriegen wir schon hin. Ich schaue mich zu den anderen um und mache so Gesten. So, komm. Dann rutsche ich mal die Leiter runter. Mhm, ich auch. Ja, ihr rutscht da runter, easy peasy. Jetzt sind so, ich sag mal, 5-6 Meter bis zu diesem Häuschen. Gut. Wollt ihr da einfach hinlaufen? Oder? Tatsächlich würde ich jetzt dann meine Pistole ziehen. Und zumindest in gesicherter Stellung, also auf den Boden zeigend, aber dass ich nicht erst noch die Waffe ziehen muss, wenn ich sie brauche. Wo ist die Tür bei dem Container? In der Nähe von der Scheibe, wo er offensichtlich rausguckt, oder hinten? Genau links von der Scheibe. Also rechts ist die Scheibe und direkt links neben dran ist auf dem Container ist diese Tür. Das heißt, du nimmst an, wenn du die Tür aufmachst, bist du direkt neben der Person. Oder du kannst annehmen, dass es so ist. Dann, ich drücke mich neben die Tür an die Wand und heb die Hand. Und dann durch die Tür rein. In der Hoffnung, dass... Das Frieda richtig, auch verstanden richtig, hatte. Richtig rein oder leise rein? Also so. Nee, mehrere Leute stützen rein. Sich jetzt einfach auf diese Person da drin. Mehrere rein, genau. Und dann gibt es so eine große Staubwolke, wo Sternchen rausfliegen. Ich halte von außen etwas Abstand und gebe Rückendeckung. Ah, okay, ja! Also alle, die reingehen, dürfen gerne, wenn sie möchten, mal eine Probe auf Nahkampf machen, sofern sie keine Fernkampfwaffe gelernt haben. Nur fürs Protokoll, wenn die anderen würfeln. Paul steht noch oben, guckt immer noch so ein bisschen verträumt, hat gerade angefangen, so leichte Geräusche zu machen, wie er sich vorstellt, wie er vor dieser Explosion wegknickt. Und dann merkt er, dass unten auf einmal ein Riesentheater ist und ist überrascht und starrt erstmal, was da los ist. Ihr solltet alle 45, meine ich, auf Nahkampf haben. Ich habe eine 12 gewürfelt. Ich habe eine 1 beisteuern. Okay. Schön, dass ihr so viel Glück habt. Da sieht Paul ja gar keinen Kampf. Ja, eine 3 plus dann wahrscheinlich 2 wegen dem noch tatterig. Okay, also. Und nicht schlecht. Eine 3, nehmen wir mit der 3 ist ja geschafft dann. Also die 2 würde ja nur bedeuten, die du vorhin hattest, dass du es bei einer 2 eine 1 nicht schaffen würdest. Wenn du eine 3 hinten auf der einen Stelle hast, dann ist es geschafft. Ja, okay, also
Paul, du erkennst von deiner Position da oben einfach nur eine riesige Staubwolke, in der irgendwie alle gerade drin sind. Ab und zu guckt mal irgendwie so ein Arm raus oder so ein Oktopus, der wieder reingezogen wird. Jurika, möchtest du mal deine Fähigkeit ausprobieren? Und so ich würde gerne jetzt noch einen Storypunkt ausgeben. Und Moment. Genau. Das sind Würfe. Ich kann dir das auch also kurz auch für die Allgemeinheit erklären, wenn du magst. Ja, also ich kann jetzt noch einen passenden Namen rufen, genau, von irgendeiner Technik, die ich verwende. Genau. Also wenn man im Nahkampf ist, kann man entweder einen normalen Angriff machen, quasi mit den Fäusten in eurem Fall, oder du kannst dich dazu entscheiden, so einen Schulterwurf zu machen. Und deine Fähigkeit besagt, quasi mit dem Schulterwurf, wenn du einen Schicksalspunkt ausgibst und dir gleich was einfallen lässt, dass du den Gegner direkt aus dem Spiel entfernst. Gut. Dann packe ich ihn und möchte eine Würgetechnik gegen ihn anwenden. Oder... Warte, ich finde keinen Namen dafür. Nein. Dann packe ich ihm mein Knie in seine Magengrube, damit er zusammenklappt und erstmal ausgenockt ist. Hisakashira Atewasa! Und gebe dafür meinen einen Storypunkt, den ich vorhin gekriegt habe, aus. Zack! Werf ihn dann zum Boden. Er geht zum Boden, er sackt einfach zusammen. Und ihr Anna seid so ein bisschen überrascht, weil ihr Jurika quasi als Journalistin kennt und die ist auch echt klein. Der war gleich doppelt so groß wie du. Und du hast ihn da einfach zum Boden gebracht. Ja. Das ist lange gedauert. Ja, nachdem aber... Eine Schlagzeile. Aber ich meine, die anderen haben ja auch gut vorgelegt, ja, mit einer Eins. Das heißt, perfekt irgendwie mit einem Boxhieb ihn zurückweichen lassen, dass ich ihn packen konnte. Und jetzt ja, ist wenn er das den Namen so weitergeht, dann habe ich ein Problem. Sind wir zu schnell? Nein, ihr seid zu stark. Ihr würfelt zu gut. Nein, all gut. Ja, also er ist zusammengesackt. Er wird auch nichts mehr machen. Du hast ihn quasi die Folge außer Gefecht gesetzt. Es sind einfach noch so ein paar kleine Sternchen, die sie über seinen Kopf so kreisen. Ja. Jurika, ich dachte, wir wollten ihm Fragen stellen. Oh! 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 Oh, jo! Komm hin! Ich heb so den Arm von dem Typen hoch, lass ihn fallen. Fragen kannst du stellen, aber auf Antworten wirst du vergeblich warten. Naja, aber wo, was hat er denn hier? Was hat er denn da zum Beispiel? Hat er vielleicht eine Gegensprechanlage? Kann man hier hören, was die Gegner sagen oder so etwas? Ich schaue mir an, was das für ein Pult ist, wo er dran gesessen hat. Das ist tatsächlich irgendwie, also du siehst auch einfach nur ein paar, so ein Claim-Brett mit der Liste. Dein Job war offensichtlich nur aufzuschreiben, wer kommt und wer geht oder ob jemand kommt und ob jemand geht. Du findest dort jetzt keine Sprechanlage, aber du findest bei ihm ein Funkgerät. Mhm. Also er hat ein Funkgerät, weiß ich. Dann mache ich doch das mal an. Ja, du hörst erstmal nur... Also gibt gerade keine Durchsage oder sowas. Ja, ich probiere mal die anderen Frequenzen aus, also die anderen Kanäle, die eingestellt sind. Mhm. Aber ich also nehme an, da höre ich auch nichts. Auf den ersten drei genau das Gleiche und auf dem vierten hörst du... Octopus, Octopus. Wir sind der Oktopus und wir sind toll. Ich schalte weiter. Ja, das war's. Gab nur die vier Kanäle. Kann ich euch da unten helfen? Oktopus! Ja, sogar ein bisschen zu gut. Ich weiß jetzt, warum sie die Oktopus sind. Sie können dann sagen, nehmt euch in Acht. Der Engländer hat einen merkwürdigen Humor. Engländer. Alles seltsam. Aber ich kletter die Leiter wieder hoch. Okay. Ah, Paul, was hast du gemacht? Da seid ihr wieder. Ich habe mir eine Vorstellung gemacht. Du weißt, Franzose, von schönen Frauen, Vin, alle Sachen. Und eine Explosion. Ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst, aber wir haben die Person da ausgeschaltet. Der kann jetzt nicht... Habt ihr sie auch nicht wir, liebe Jurika.
zusammengebunden. Das und, ist. Haben wir nachher ein Problem mit dir? Also, vielleicht, aber erstmal ist das nicht wirklich nötig, fürchte ich. Es ist. Mein Sensei wäre sehr wütend. Er machte nicht den Eindruck, als würde er demnächst wieder zu sich kommen. Harry und ausgeknipst. Harry, Elektra, könntet ihr mir gerade noch mal bei dem Herrn hier anfassen? Was willst du? Was möchtest du dir? Hat der Herr in etwa meine Größe? Ja, ja, warum nicht? Wir ziehen ihm die Uniform aus. Warum? Wir legen ihn hier in die Hütte, da wird ihm nicht zu kalt werden. Jurika, ziehen die den gerade aus? Da unten. Ich drehe mich um. Frieda! Frieda, nicht jetzt! Nachdem wir die Uniform haben, würdet ihr bitte kurz raustreten und du schläfst weiter. Ich halte Paul die Hand vor die Augen. Von dem Tür von dem Verschlag zu und wechsle die Uniform. Ja, wenn ihr es jetzt nicht selber gerade gesehen hättet, wie der arme Kerl entkleidet wird von Frieda und ihr nicht wüsstet, dass sie in der Uniform steckt, steht vor euch jetzt quasi eine Oktopus. Soldatin, Wache, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich rücke die Mütze zurecht. Das könnte vielleicht hilfreich sein. Ich fällt auch direkt auf, sie sieht irgendwie böser aus als vorher. Oh, und jetzt machen wir die Nummer mit den Gefangenen. Sehr gut. Auf geht's, Frieda. Wir sind deine Gefangenen. Du hast uns irgendwo gefangen genommen. Egal was. Ja, alle? Ich nehme an, du hast alles mitgenommen. Immer drauf reingefallen. Ich würde alles wieder in meinen nicht vorhandenen Rucksack packen und mitnehmen, ja. Also, ne, er hat auch so einen Gürtel an seiner Uniform und neben dem Funkgerät ist dort, hängt dort ein Schlagstock dran und ein großer Ring mit vielen Schlüssel. Ja, das nehme ich alles mit, auf jeden Fall. Ja, die Idee mit den Gefangenen gefällt mir gut. Mal schauen, wo wir als nächstes hinkommen. Und ich sammle, wie gesagt, auch meine Sachen ein und dann klettere ich auch wieder hoch. Sollte nicht lieber nur eine Person den Gefangenen oder die Gefangene spielen und die anderen... Aber wie viele Uniformen hast du denn, Ari? Wir haben eine. Meint ein wenig auftrennen. Dann sollten wir vielleicht einfach diejenigen, die nicht Gefangene oder Frieda sind, zurückbleiben? Oder auf Abstand. Vielleicht sollten wir erstmal den nächsten Ort untersuchen und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir uns aufteilen oder wie wir dann vorgehen. Fahren wir mit dem Fahrstuhl? Der Fahrstuhl. Ja. Okay, glaub, ja. Moment, waren wir uns einig, dass die Oktopods ein alternativer Fluchtweg sind? Ja. Dürfte ich das vorher einmal testen, ob ich damit umgehen kann? Oh, das machst du gleich spontan, Ari. Okay. Sei nicht so deutsch. Idealerweise kriegen wir auch noch 30 Geiseln mit. Also ich glaube, das könnte damit auch ein wenig umständlich werden. Ich denke mir, wir schicken die Geiseln mit dem Zug wieder weg und wir lenken die Oktopusse ab und fliehen dann mit den Oktopods im Notfall. Ausgezeichnet, ein Resistanzplan. Nicht riskant, problemlos, gute Start. So haben wir es immer gemacht. Erstaunlich, dass Frankreich wieder frei ist. Ja, wir waren uns nicht ganz alleine. Und in Troubleshooters auch eine sehr elementare Rolle in Europa spielt. Ne? Also. Und, ja, vor allen Dingen auch in der Raumfahrt als wichtigste Industrie- und Forschungsnation mit Japan zusammen. So sieht's aus, genau. So machen die auch die Raumfahrt. Raketen fliegen, erst wenn wir in der Nähe vom Mond sind.
So, also ihr wollt wieder mit dem Fahrstuhl fahren, ja? Octopus, da, da, da. Wo möchtet ihr denn bitte hin? Ihr steht vor dieser Wählscheibe im Fahrstuhl. Die Wählscheibe ist übrigens so ein Oktopus, der quasi seine Tentakeln immer zu so... Natürlich. Natürlich Dingern ist es das. Macht, ne? Wir haben keine Sekunde daran gezweifelt. Ich wollte nur sicher gehen, ja, dass wir alle... Also, Gefängnis oder Generator? Gefängnis, oder? Erst befreien, dann Unruhe stiften. Also Gefängnis, gute Idee. Ja, ich klipp mir das Funkgerät an den Gürtel. Mhm. Knack, knack, auf geht's. Ding! Und ihr fahrt. Octopus, Octopus, Octopus. Ich will auch, das ist ein anderer Song als vorher. Octopus, Die haben mehr als einen Octopus-Song. Komm zum Octopus. Wir geben auf uns acht. Bing. Gefängnis. Was hat acht Beine und immer einen Plan? Octopus. Octopus, wir sind dran mit Weltherrschaft. Da, da, da. Okay, ihr seid. Rika, hast du gerade die Seiten gewechselt? Ihr müsst zugeben, sie haben Stil. Machen es einen einfach, ja. Das du solltest Jurika die Uniform geben. Aber sie scheinen auch mit Eindringlingen zu rechnen, wenn sie in ihrem Fahrstuhl einen Werbesong für sich selbst abspielen. Ja. Falls ihr noch kein Mitglied seid, kommt zum Octopus. Kommt zum Octopus. Lauft über. Vielleicht sind wir nicht die erste Gruppe, die hier... übergelaufen jetzt, ist. Jetzt kommen wir ins Gefängnis und all die Leute da sind auch schon Octopus. Ja. Octopus. Gut. Ja, die Fahrstuhltür öffnet sich und was ihr seht ist, ihr seht eine sechseckige Rezeption, nenne ich das Ganze mal, so ein Pult mit ein paar Monitoren, ganz vielen Schaltern und Knöpfchen und hast du nicht gesehen. Und ihr hört einfach noch so, da seid ihr endlich mit unserem Essen und schaut so in das Gesicht von zwei Oktopuswachen, die so, das ist nicht unser Essen. Wer seid ihr? Ich bringe weitere Gefangene. Sie hat uns überwältigt mit ihrem Schockstab. Wir sind nur zu viert. Wir haben keine Chance. Oben bei den Oktopus. Sie sind einfach über den Berg gewandert gekommen. Ich wusste nicht, was ich mit ihm machen soll. Ich dachte, ich bringe sie erstmal hierher. Nicht wieder zuschlagen. Über den Berg gewandert? Aber die haben überhaupt gar keine Wanderklamotten an. Ja, ich habe mich auch gewundert. Wir sind wirklich schlecht vorbereitete Bergwanderer gewesen. Also eigentlich, um ehrlich zu sein, bin ich eine international bekannte Journalistin und sehr interessiert daran, was hier vor sich geht. Nein. Mein Markenzeichen ist die Wanderausrüstung, bitte, also. Ja, stimmt. Okay, Harry ist vorbereitet, das stimmt. Ja, das stimmt. Hier, ich habe einen Fernblast. Er hat sie geführt. Ja, genau. Und ich habe zumindest meinen Badeanzug mit, um mich hier in der Höhensonne zu sonnen. Wir haben die Elefanten rumstehen lassen. Mach doch mal bitte, Frieda, eine Probe, entweder auf Charme oder auf Täuschung. Ich habe erst Scham verstanden. Also wie Schäme, das ist mir auch nicht ganz unpassend. Auf Scham. Du hast die Schamprobe nicht bestanden. Neige dein Haupt in Schande. Hilfe. Und du kannst ja aussuchen, was du davon nimmst, solange du eine Erklärung dafür hast. Egal, was du davon nimmst, das ist um einen Pup erleichtert. Weil die anderen dich so, mehr oder weniger glaubwürdig unterstützen. Mit der Wanderstory. Hast du etwa Kritik an unserer Performance und unserer Hintergrundgeschichte? Nein, er kriegt eine Erleichterung auf seine Probe. Ich kaufe euch das voll. Ich, Ja. Ja? 007. Cool. Sauber. Wo seid ihr hergekommen? Die Bombe ist gestoppt. Sie sagt, ich bin über den Berg gekommen. Das macht voll Sinn. Er hat die Wanderausrüstung. Du hast ihm wahrscheinlich schon das Equipment abgenommen. Ja, den Hangar. Ja. Ich meine, ich habe schon zu Nummer
120 gesagt, der Hangareingang ist zu groß. Es sieht nicht aus wie eine natürliche Lücke. Jeder findet den. Sie sind einfach reinmarschiert gekommen. Nummer 280, das war sehr gute Arbeit. Danke. Ja, dann packen wir sie. Also Zelle C21 ist noch frei. Okay. Ja, du weißt ja, wo die ist. Ja, ich gehe einfach mal grob irgendwo hin. Genau. Mehrere Gänge. Der Raum, in dem auch dieser sechseckige Puls sich befindet, ist auch sechseckig. Das Einzige, was dir auffällt, abgesehen von dem Fahrstuhl, ist, dass es links und rechts zwei Treppen gibt, die nach oben gehen. Und dieser ganze Raum oben quasi auch so einen Laufsteg hat. Und da siehst du auch Gang A, Gang B und Gang C. Mhm. Oder Trakt A, Trakt B und Trakt C. Okay, dann würde ich mal grob Richtung Trakt C gehen, ganz spontan. Mhm. Und so im Vorbeigehen zu den, um sie weiter abzulenken, nochmal darauf hinweisen, kommt euch das nicht auch komisch vor, dass das hier sechs- und nicht achteckig ist? Das Zielbruch. Irgendwie passt das doch nicht. Ich wundere mich jedes Mal wieder, wenn ich hier reinkomme. Und ich gehe weiter und hoffe, dass meine Verbündeten, die abgelenkten Wachen, vielleicht irgendwie, naja, lasst euch was einfallen. Aber die kommen mit, die Wachen? Nö, die bleiben da unten an ihrem Pulter stehen. Also ihr werdet ja abgeführt hier von Nummer 280. Und ja, du führst sie dort hoch und in dem Trakt gibt es vier Zellen. C21, C22, C23 und C24. Ja. Stehen die Türen alle offen oder also die Nein, nur Tür 21 20 steht angenehm. Offen. Genau, ab, ja. So, okay. Genau so ein Spalt offen, so 10, 12 Zentimeter oder sowas. Sind die Türen an sich geschlossen oder haben die irgendwie ein Sichtfenster oder haben die Gitter? Genau, also es sind schwere Stahltüren und die haben diesen Sichtschlitz auf Augenhöhe, der ist auch bei den anderen Zellen alle zu, nur bei C21 ist er offen. Mhm. Kann man mich von unten, von dem Pult da oben sehen? Oder bin ich da schon aus der Sichtweite? Genau, du bist schon aus der Sichtweite verschwunden. Okay, dann würde ich warten, bis meine ganze Gruppe da in dem Bereich ist. Und dann will ich mal anfangen und in die Seeschlitze reingucken. Mhm. Ja, du siehst dort Gefangene. Also in der ersten Zelle sind offensichtlich vier Franzosen, die sich unterhalten. Und auch die anderen drei Zellen sind besetzt. Den Leuten scheint es gut zu gehen, also keiner ist verletzt, ja, haben alle noch ihre Kleidung etc. Du hast ein paar Anzugträger auch entdeckt, ja, die sehen relativ wichtig aus, aber keiner reagiert jetzt auch groß darauf, also die sehen ja nur diesen ein Augenpaar mit so einer lila Mütze, was da so durchguckt. Mhm. Genau. Aber scheint Zivilisten zu sein. Okay. Eine Rückfrage noch zu den beiden Wächtern, an denen wir unten vorbeigegangen sind. Habe ich irgendwie gesehen, wie die bewaffnet sind? Die haben exakt die gleiche Ausstattung wie du. Die haben einen Knüppel, ein Funkgerät und einen Schlüsselbund an ihrem Gürtel. Dann warte ich mal, bis die anderen, wie gesagt, aufgeschlossen haben und gucke in die Runde. Okay, bis hierhin sind wir gekommen. Wie machen wir weiter? Gehen wir die zwei Wachen überwältigt? Was meint ihr? Und diesmal eine bewusst halten und nicht beide bewusstlos. Komm her. Amerika, natürlich bekämpfen wir die. Naja, um ehrlich zu sein, es ist da auch sehr viel Glück dabei, aber ich gebe mein Bestes. Ja, da! Aber schalten wir sie jetzt aus oder machen wir erstmal die Gefangenen frei? Ich finde auch, wir sollten, vielleicht können die Gefangenen sie ausschalten. Einfach mit ihrer Masse. Sie könnten zumindest als Ablenkungsmanöver dienen. Oder wir dienen als Ablenkungsmanöver und die bekämpfen die Wachen. Es sind einfache Zivilisten. Es tut mir leid, Paul, aber ich glaube nicht, dass der Wirtschaftsminister, dass euer Wirtschaftsminister im Nahkampf besser ist als du. Ich würde daran zweifeln, dass er nicht im Nahkampf besser ist als ich. Ich bin kein Mann der Gewalt. Also sie werden ja auch Personenschützer oder irgendwas mit in dem Zug gehabt haben.
Aber in keinem von den Zellen, die wir hier jetzt gerade gesehen haben, habe ich welche gesehen. Das, guck selber durch die Fenster. Guck also durch das Fenster mit den Franzosen und frage auf Französisch, ist hier ein Personenschützer unter Ihnen? No. Nein. Also, nein. Ich mache einfach hier wieder ist, zu. Ist, nein, also wir... Okay, er wollte antworten und du hast einfach den Schützen zu. Dann kann... Für langes Gequatsche bin ich ja zuständig. Okay, also mal im Ernst. Wollen wir sie einfach befreien und sie bleiben bei uns und wir überwältigen die Wachen? Vielleicht können sie ja helfen. Viele Köpfe, sagen, viel Verwirrung. Vielleicht könnte sagen, Frieda... auf eine Wache und Jurika auf die andere. Ja. Wollen wir sie anlocken? Oh, das ist eine gute Idee. Ich hole das Funkgerät raus und gebe es Frieda. Sag ihnen, dass du Verstärkung hier brauchst. Zum Beispiel. Oh, wir könnten sie in ihre eigene Zelle sperren. Oh, lala. Das ist eine sehr gute Idee. Die Idee gefällt mir auch, ja. Sollen wir uns zivile Hilfe holen? Ich meine, ich habe den Schlüsselbund. Wahrscheinlich kann ich aufschließen. Ja, dann schließ erstmal die Zelle auf, aus der wir, in die wir sie reinsperren wollen. Wir müssen ja die anderen Leute hier nicht unnötig in Gefahr bringen. Auf. Ja, super. Dann schmeißen wir aber die da rein. Die anderen aufschließen und sie bleiben in ihren Zellen, damit, falls wir eingeschlossen werden, die Wachen überwältigen können. Okay, ich fange an, Türen aufzuschließen. Den Leuten erklären, warum sie nicht sofort rauskommen sollen. Erstmal schließe ich Türen auf. Ich schließe die Zellen auf, die Leute sind ein bisschen verdutzt. Sitzen sie, aber sie trauen sich nicht aus ihren Zellen raus. Also sie sitzen da, sie trauen dir nicht so wirklich in einer Oktopus. Ja, ich guck halt, bleiben sie ruhig, geht gleich weit. Wir sorgen. Skeptische, besorgte Blicke, ja, es geht gleich weiter. Oktopus. Es geht gleich weiter, hat er gesagt. Hat sie gesagt, sie. Das ist ja, also, holen die uns auch? Ich will nicht geholt werden, die haben alle so laut geschrien. Ja, nein, ihr seid gleich in Sicherheit. Ihr trägt ja keine Uniform. Nein, wir sind hier, um euch zu befreien. Ich bin Journalistin. Mishida Yurika. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ah, für den roten Wein, ja? Das Klatschblatt, das ist super platt. Nein, ich sie ist vom roten Wein, habt ihr das gehört? Vom roten Wein. Eigentlich ist es sehr, sehr... Klatschen. Klatschen sie laut? Geht so. Ich lüfte mal kurz meine Mütze. Hauptmann Beckström in Tarnung. Könnten Sie bitte kurz mal alle Tumult verursachen, etwas schreien? Sollte sich anhören, als würde hier oben gekämpft. Moment. Dann, also wenn ich die Zweiter wäre, würde ich dann Verstärkung rufen. Ich will aber nicht, dass sie Verstärkung rufen. Willst du sie nicht anlocken, weil du ein wenig Hilfe brauchst? Ja, ich wollte aber einen entsprechenden Hintergrund haben. Okay. Ich halte das Funkgerät hoch. Ja, aber vielleicht nicht zu übertrieben. Ich denke, also, da hat leiser Tumult. Harry schon recht. Ja. Wir steuern ein bisschen so. Na, etwas lauter. Nein, wieder etwas leiser. Ja, ein paar Drohungen. Sehr gut. Sehr gut. Ja. So halten. Es sollte nach drei Personen klingen, die das in Schach halten müssen. Genau. Also die Gruppe ist jetzt Krach machen, aber nicht so viel Krach. Ja, genau. Korrekt. Also für exakt drei Personen, ja? Cool. Ja, das ist der Plan. Ich habe dafür einfach mal auf Charme gewürfelt und habe 10 gewürfelt. Ja, sie waren mal kurz so laut wie 4.
Also, dass man vier Leute brauchen würde, du hast das unterbunden. Ja, ja. Nein, ja, nein, das Spitze. Ah, oh, ein bisschen weniger. Sehr gut. Wie war da denn was? Gut. Mikrofon. 280 hier! 280 hier! Kommt hier hoch, ich brauche Hilfe! Was ist denn los? Die machen, sie versuchen mich zu überwältigen. Ich kann sie gerade noch in Schach halten, aber komm bitte hoch. Okay. Zwei Leute reichen. Wir kommen. Und während er den Knopf loslässt und diese Nachricht dann hörst du noch, da wurden wir nicht ausgebildet, was sollen wir tun? Du siehst die zwei, wie sie hochkommen. Also eine Wachin und ein Wächter, eine Wächterin, ein Wächter, so rum, eine Wachin. Und sie stehen da, haben die Schlagknüppel in der Hand. 280, was ist los? Wo bist du hin? Wo ist der Tumult? Ich zeig auf C21. Ja. Ja, wir probieren das nochmal mit Täuschen oder Scheiden. Ja, ja. Ich versuch's mit Täuschen. Ja. Ah. Nein. 79. Gut. Es gibt bei dir eine Fähigkeit, die heißt militärischer Dienstgrad. Du kannst einen Zollpunkt ausgeben, um Leute deines selben Dienstgrades davon zu überzeugen. Stimmt. Dann mache ich das doch. Danke. Würde ich durchgehen lassen, weil das da steht so viel Text. Ja. Ich habe. Doch rein! Schnell! Die beiden gucken sich an, der ist so total überfordert mit der Situation. Wir hatten noch nie einen Ausbruch, was sollen wir machen? Wie ist das Protokoll? Ich habe nicht aufgepasst bei dem Protokoll. Ja, aber wir hören einfach auf sie, ja. Und mit Gebrüll! Ja, und mit dem Knüppel über Kopf stürmen sie in C21. So, wir sind bereit, haha! Ah! Tür zu. Ich glaube, hinter ihnen fällt die Tür zu. Oder wir waren doch in C21 drin oder waren wir da gar nicht drin? Nein, wir sind ja nicht reingegangen, wir sind nur in das Flurstück davor. Ja. Ah. Wir sind jetzt draußen, okay. Sie sind drin. Ja, deswegen. Ich bin so vorbeigerannt. Hey! Und ihr hört so das Klopfen gegen diese Tür. Lass uns raus! Bei der 80. Die haben uns ausgetrickst. Hilf uns hier raus. Jurika, wir sollten jetzt schnell sein, weil ich glaube, die haben noch die Funkgeräte. Und dann... Und die Schlüsselbunde. Sie können da auf jeden Fall wieder raus. Es sei denn, wir gehen noch mal kurz rein. Na dann... Geht doch von außen auf? Geht doch von außen auf. Ah. Natürlich, es ist ein Comic. Natürlich geht es von außen auf. Dann würde ich sagen... Geh rein und nimm ihnen die Funkgeräte ab. Ja, alle wieder draufstürzen. Aber vielleicht könnte auch einfach, Ari, du hast doch eine Waffe, reinzielen und ihnen sagen, sie sollen ihre Funkgeräte und die Schlüssel rausreichen. Ansonsten... Habe ich die dabei? Ich dachte, du hast deine Waffe schon. Mit. Ich denke schon, ja. Dann würde ich mein Gewehr ziehen und halt reingehen und sagen, dass sie ihre Waffen ablegen sollen. Waffen ablegen, Funkgeräte hier rüber. Schlüssel ist mir egal, wir haben. Aber wenn wir uns ergeben, wie sollen wir denn deine Funkgeräte rübergeben? Ich gehe rein und nehme hier. Oder Paul, ja. Oder guck mal, Paul, du bist da gut darin, Besitztümer umzustrukturieren. Ja. Bitte nicht schießen. Ich habe noch so viel, ich bin doch erst neu. Wie seid ihr zu Octopus gekommen? War es der Song? Komm zum Octopus, wenn du noch nicht bei uns bist. Komm zum Octopus, wenn du noch nicht bei uns bist. Hört auf zu singen, ich werde verrückt, ich gebe dir eure Sachen. Ja, ich habe den Song gehört und dann war ich dabei. Ich musste noch würde, ausfüllen, aber ich war dann dabei. Es waren ein Mann und eine Frau, ne? Ja. Ich würde mal einen Storypunkt ausgeben und sagen, Gregory, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, musste ich die Zeche zahlen in dem Club in, wo war das noch, Südafrika. Was machst du denn hier? Wie bist du zum Octopus gekommen? Harry? Ja. Ja, was soll ich sagen? Mir wurde gekündigt und der Octopus hat eine sehr gute Altersvorsorge. Zahlt überdurchschnittlich gut, ja. Wenig Bürokratie, ist ein sehr kollegiales Umfeld. Ja. Ab und zu verschwindet mal jemand, aber das ist okay, weil dann kriege ich eine niedrigere Nummer und werde befördert. Also, aber die Altersvorsorge. Aber du bist mir noch was schuldig. Spielst du etwa darauf an, als wir damals in dieser Kneipe und
den roten Socken. Du hast gesagt, dass wir nie wieder über den roten Socken sprechen. Was willst du? Ich drehe mich zu den anderen um. Was wollen wir? Er soll uns den Schwachpunkt des Generators verraten. Wir sind die Resistance. Wir zerstören Generatoren. Das ist es, was wir machen. Weißt du sowas, Gregory? Kannst du dich noch erinnern, wie wir die Jukeboxen dieser Kneipe kaputt gemacht haben? Ja. Also ungefähr so vielleicht? Ich bin kein Techniker. Ich bin nur Wache mit einer sehr guten Altersversorgung, aber ich bin nur Wache. Das heißt, wir brauchen einen Damenschuh. Ja. Ach, ich bin verwirrt, aber frag ihn, was das Labor macht. Was wird geforscht? Versteht der Herr Paul bestimmt, oder? Ja, ich glaube, mich versteht also keiner. Französisch und Englisch sind so die beiden Hauptsprachen eigentlich. Also eins von beiden ist entweder Haupt- oder erste also Mutter- oder erste Fremdsprache. So. Ich kenne mich damit ja jetzt nicht unbedingt aus, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird der Mindmaster 5000 hergestellt und der wird von dem Generator betrieben. Deswegen sind wir doch hier, weil der so heiß wird und hier alles so kalt ist und wer weiß der doch Mindmaster? Der Mindmaster 5000. Aber warte, darf ich dir was zeigen? Ja. Pass auf, er hat eine Waffe! Seine Tasche und holt so ein und holt so ein Flyer raus. Ja, wer für Flyer? Und legt den so rein. Und es ist so ein Rekrutierungsflyer vom Octopus. Und kommt zum Octopus, wir haben den Mindmaster 5000. Klammer, bald. Und dann so ein Pfeil, dass du es umdrehen sollst. Ich dreh's um. Du siehst so ein Satellitenversuch. Der Mindmaster 5000 ist unsere Chance, dass wir ganze Länder für den Oktopus unterjochen können. Bald wird ganz Frankreich lang lebe der Oktopus rufen. Hat das auch ein Jingle, dieses Gerät? Wir müssen es verstören. Wir haben den Mindmaster. Und der Master hat euer Mind. Kann man nach... Master. Das ist die erste Song, die mich nicht überzeugt. Lass uns den Mindmaster zerstören. Wir müssen den Mindmaster zerstören. Ja. Ich recht in der Annahme, dass dieser Mindmaster aktuell nur im Kleinen funktioniert, für einzelne Personen? Ja. Also das wir heißt, konnten ihn noch nicht an einem Land testen. Deswegen sind wir aber hier. Also hier ist eine große Version davon? Ja, und die wird mit dem Neuronator und den anderen Dingen betrieben. Magnetranator und dem Kombinator oder sowas. Also, ich verstehe das doch alles nicht, aber das ist alles bei dem Generator. Gut. Ihr hättet euch nicht Frankreich aussuchen sollen und ich knall die Tür zu. Und laufe schon mal so langsam los. Ja, befreien wir jetzt noch die Landerin? Ja, wir befreien doch die anderen. Ich klopfe an die Tür. Ich glaube, die Tür war zugemacht. Entschuldigung, ich will noch zu mir rauskommen. Du kannst das Fensterchen nochmal aufmachen. Ja. Komm her, ich mach die Tür auf. Dankeschön. Was machen wir jetzt mit den zwei beiden? Einfach hier drin lassen oder? Die lassen wir wieder drin. Gut untergebracht. Und die anderen lassen wir raus. Was Paul vorhat. Den Generator in die Luft jagen. Ja. Ich würde eine der anderen Geiseln fragen, ob die mitnehmen können. Ich würde die fesseln, wenn ich das irgendwie mit der wenigen Professen rumliegen, schätze ich mal. Dass die beiden gefesselt werden und die mit raus.
dürfen. Ah, weil du glaubst, sie werden hier umkommen sonst. Wenn Paul so losrennt, auf jeden Fall. Tatsächlich hat Harry nicht ganz unrecht. Ich bin auch kein Freund davon, jemand vollkommen schutzlos zurückzulassen. Ja, ich denke, ich fange erst mal an, die anderen zu befreien und wir schauen mal, wen wir hier eigentlich alles so haben. Und dann vielleicht findet sich ja jemand, der qualifiziert ist. Ja, also es sind ein paar Politiker dabei. Der eine macht so den Eindruck, also du erkennst es natürlich mit deinem geschulten Auge, als wäre er irgendwie Ex-Militär. Mhm. Ja, könnte so der... Irgendein Militärattaché. Ja, so ehemals Militär, jetzt offensichtlich Politik. Was man halt so macht, wenn man nicht mehr gebraucht wird. Ja, dem würde ich einen oder beide Schlagstöcke, die wir einkassiert haben, in die Hand drücken und sagen, ja, wenn es dann rausgeht, nehmt die beiden mit. Wenn das hier alles in Bach runtergeht, müssen sie nicht hier bleiben. Sie waren doch überraschend hilfreich. Verstanden. Entschuldigung, ist der Zugführer anwesend? Der Zugführer scheint nicht in einer von den Zellen zu sein. Vielleicht in den anderen. Dann sollten wir auch die anderen durchsuchen. So nach und nach alle, machen wir, glaube ich, alle Gefängniszellen dann auf und holen mal alle herbei. Sammeln wir vielleicht in dem Raum mit dem Sechseck. Genau, da ist auch ein Zugführer dabei. Sehr gut. Dann bekommt er eine Einweisung oder einer bekommt eine Einweisung. Sie da in dem blauen Anzug, eine Einweisung für das Pult, wie das da unten funktioniert. Der Zugführer die Anweisung, dass er den Zug dann da raussteuern soll im Notfall. Nur, dass wir das schon mal geklärt haben und irgendwer weiß, wie dieses Pult funktioniert. Und beachten Sie den Fahrplan. Nicht gerade oben auftauchen, wenn der Express vorbeikommt. Ja, ich kenne den Fahrplan doch aus dem Kopf. Ich bin doch eigentlich der Lokführer, der diese Strecke fährt. Haben die mich schon ersetzt? Zum Zug. Ja. Das müssen wir klären. Sind denn alle hier? Oder fehlt noch wer? Oh, die Liste, ja. Ja. Wir holen die Liste raus. Ist hier Jérôme Dupardier? Und so geht schnell die Liste durch. Wir rufen einfach auf, um sicherzugehen, dass alle da sind. Es melden sich einige Leute. Und ihr kriegt auf jeden Fall hin, die Liste ist komplett. Du kannst quasi jeden Namen noch einmal abhaken. Mhm. Und vollständig, ja. Ich würde auch noch mal die Leute noch mal kurz befragen, ob sie gesehen haben, dass jemand weggebracht worden ist oder woanders hingebracht worden ist oder ob sie glauben, dass sie komplett sind. Also wir sind, glaube ich, komplett, ja. Doch. Okay. Also manche waren mal kurz wieder weg, aber sind wieder hier. Ich gucke mich mal um. Wer zum Beispiel? Sie. Zeigt auch eine ältere Dame. Okay. Ich gehe zu der älteren Dame hin. Ja. Lassen sich von der Uniform nicht täuschen. Hauptmann Bäckström, Offizierin schwedische Luftwaffe. Wo hat man sie denn hingebracht, als sie weg waren? Ins Labor. Was hat man da mit ihnen gemacht? Also, man hat mir Fragen gestellt, wo ich überall, also was ich Job mache und einkaufen gehe und wie ich so meine Tage verbringe. Irgendein Gerät auf sie angewendet? Muss ich sie angepasst haben? Nee, es wurde kein Gerät. Also ich wurde einfach nur befragt. Okay. Oh, vielleicht will man sie ersetzen. Aber ich hatte große Angst. Das glaube ich. Es ist hoffentlich bald vorbei. Wir sind hier, um sie rauszuholen. Retten Sie uns und retten Sie Frankreich. Wir sind dabei. Gut. Aber ihr wisst jetzt, wo ihr hin müsst und wie ihr hier rauskommt. Na, der Herr in dem blauen Anzug hat die Unterweisung bekommen. Der Zugführer ist anwesend. Ich denke. Folgt mir, wir müssen zum Fahrstuhl. Oh, sollten Sie jetzt dann nicht auch die beiden Wachleute mitnehmen? Also,
bitten wir sie vorher Handschellen anlegen, ja, dass die auf diesem Weg auch rauskommen. Also ja. Ja. Sie da im Nadelstreifenanzug, ja, und sie da in dem khakifarbenen Overall. Genau. Und Kurbel, 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 klick, 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 klick. Ich gebe Ihnen ein Döschen. Nehmen Sie das mit und lassen Sie es entwickeln. Da sind Beweise drauf. Beweise. Lege, okay. Lege einen neuen Film ein. Ja. Klack, klack, klick, klick, klick. Was euch gerade so einfällt, während Jurika ihren Film wechselt, der Fahrstuhl ist ausgelegt so für 5, 6 Personen. Vielleicht 7 oder 8, wenn man sich quetscht. Und das sind so ungefähr 30, oh, die da jetzt vor euch stehen. Ja, dann werden die halt... Ja, also wir gehen dann schon mal jetzt runter zu dem Hangar, ne? Dann fangen wir schon mal mit der Evakuierung an. Du siehst, wie sich die Gruppe so Richtung Fahrstuhl drängt. Vielleicht sollten wir zuerst. Erst in Generatoren? Ja. Ja. Ja, Drehscheibe. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Wir fahren nach unten, um wieder aufzusteigen. Oktopus. Wir fahren nach unten, um wieder aufzusteigen. Oktopus. Komm zum Oktopus und gewinn mit uns. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind der Oktopus. Oktopus. Ich glaube, sie hatten durch einen Flachmann. Wechsel in der Marketingabteilung. Generator. Wie viel von diesen Liedern haben die eigentlich? Zu viele. Ich überlege, wo ich die LP später bekommen werde. Ich gebe Elektra so ein High Five. Zweite Wahlgedanke. Ja, ihr seid eine Weile nach unten gefahren. Als sich die Türen öffnet, seid ihr nicht in irgendwie einem künstlich, also erzeugten Hangar oder sonst irgendwas, sondern der Raum, relativ groß, vielleicht so 30, 40 Meter lang und 10 Meter breit, wurde direkt in den Berg hineingeschlagen. Ihr seht einen Kontrollpult mit den Knöpfen habt ihr also in keinem Flugzeug oder in keinem Auto gesehen. Ja, da ist schon ein bisschen was los. Und also Knöpfchen und Hebeln und etc. Und ihr seht vor euch eine riesengroße Konstruktion, die aus 3 Teilen besteht. Das erste, was ihr sehen könnt, ist ja so eine kleine Plattform mit so Keramikstäben und dort oben drüber so eine Konstruktion mit einem Kristall, der sich dreht die ganze Zeit im Kreis. Und ihr seht dahinter, also ihr schaut da quasi drauf, und dahinter seht ihr ein riesengroßes Zahnrad, das hat bestimmt 5 Meter Ausmaß, mit einem kleinen Rad drin, was sich die ganze Zeit im Kreis dreht, also in dem großen Rad rotiert. Und dort hinter seht ihr sowas, sag mal, Powerspulen, Tesla-Spulen, ganz viele Kabel, irgendwas, was bitzelt, ab und zu mal so einen Blitz wirft. Scheint die Energiequelle des Ganzen zu sein. Und rumherum sind ja so ein paar Leute, 4, 5 Leute in weißen Kitteln, irgendwelchen Clipboards, die sich Notizen machen. Einer ist da an diesem Schaltpult und drückt da drauf rum. Und als er drauf gedrückt hat, seht ihr, wie sich dieses riesige Zahnrad, was dieses kleine Zahnrad hat, rotiert. Und daraus kommt ein blauer Strahl, der auf diesen Kristall geht. Und von diesen Keramikfühlern, Stäbchen, da geht ein roter Strahl auf diesen Kristall, der sich immer so dreht. Und was euch auffällt, in dem Moment, wo diese Strahlen da zusammentreffen, flackert das Licht und die Erde zittert ein kleines bisschen. Und ihr könnt neben euch hören am Kontrollpunkt: Wir haben 60% erreicht, nähern uns gleich wieder den 80 von vorhin. Ihr nehmt euch auch gar nicht so richtig zur Kenntnis, also die sind alle da sehr vertieft in diese Arbeit. Ist das eine Erdbebenmaschine? Oder nein, die Erdbeben sind ein Nebeneffekt. Wie? Ja. Gut. Ich krempel meine Ärmel hoch. Paul, wie machen wir das Ding kaputt? Ich werde meine Taschenlampe in dieses große Zahnrad stecken, damit es stecken wird. Vielleicht müssen wir noch andere Dinge tun. Wer weiß es. Möchtest du die Maschine sabotieren? Bei Gelegenheit. Wir überlegen noch.
Ich wüsste aber gerne, ob ich, während ich mich mit Jurika unterhalte, noch, sagen wir mal, kämpfende Truppen sehe oder ob das nur die 5 Wissenschaftler sind, die da mit ihren Klemmbrettern rum. Du siehst ja nur die Wissenschaftler, also hier sind keine Wachen, du siehst nur die Wissenschaftler, wie sie sich alle da rumwuseln und du siehst auch, also sie sind total hektisch gerade und von neben heute der 70%, ja. Es fängt auch ein bisschen stärker an zu vibrieren. Ihr erinnert euch, was Ähnliches habt ihr vorhin schon mal gespürt, das kommt dem sehr nahe. Das Licht flackert jetzt immer noch stärker und in kürzeren Abständen. Rita, kannst du sie wegschicken und wir machen die Maschine kaputt? Kann es versuchen, aber sie sehen nicht militärisch aus. Normalerweise hören die nicht auf einen wie mich, aber ich probiere es. Ich würde dann mal zu den nächstgelegenen Wissenschaftlern hingehen. Vielleicht 1 oder 2, die irgendwie so ein bisschen einzeln sind von den anderen. Mhm. Den am Pult vielleicht, oder? Ja, genau. Würde ich zu dem am Pult gehen und Aufstellung ziehen. Und ich habe ja aus den Unterlagen, weiß ich ja, den Oktopusgruß mit dem Schlag auf die Brust. Und also würde ich das quasi als versuchen, so zu salutieren und mich vor ihn hinstellen und Meldung von oben, Gefangenenausbruch und alles gefährlich und wir müssen hier unten, kann sein, dass die hier runterkommen. Sie sollen runterfahren. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir sind hier jetzt kurz wieder vor den 80%. Wir müssen die 100% schaffen, damit Frankreich endlich uns gehört. Ja, aber der schaut es gar nicht so richtig an, der macht nur, lassen Sie mich meine Arbeit machen. Aber das ist wichtig. Sie sind hier alle in Gefahr. Also wenn weg hier. Ja, lassen Sie mich das. 75%! Ich drehe mich mit den anderen rum und schluck so ein bisschen mit den Schultern. Ich mach so ein Zeichenstand. Ah, der eine sagte was von wegen Jukebox, würde ich mich einfach stumpf neben den Wissenschaftler hinstellen und Knöpfe drücken. Ja, dann, wenn ich sehe, dass Harry auch was macht, dann springe ich mit meiner Taschenlampe los und mache mich bereit, das Zahnrad einzupassen, genau, dass das so richtig macht. Ich springe mit einem Hiya vorwärts, um die Leute an dem Schaltpult auszuschalten. Oh, die Armen. Nicht mich. Nein, also gut, alle Leute außer Harry am Schaltpult auszuschalten. Okay, also du, da steht ja nur einer, also du haust ihn direkt um, du musst ja nicht mal drauf würfeln, das ist ein armer Wissenschaftler, der war sofort am Schaltpult und du kommst da um die Ecke. Dai Otoshi, Bumpf. Danke, Jurika, das macht's einfacher. Wie kann man das ausstellen? Kann man das runterfahren? Brauchst du noch einen Hammer? Habt ihr einen Meinungsverstärker, meine ich. Wo hast du den hier? Kunst oder so? Ich hab Sicherheitssysteme. Ja, ich könnte Ingenieurwesen, ja? Kann ich? Ja, probiert doch mal beide eine Probe. Die ist um einen Pip erschwert, weil ihr, weil es anfängt zu zittern, also die Erde wieder anfängt zu schweben. Das hört mich. Ich habe eine 58 auf 75, also alles safe. 93, jenseits von Gut und Böse. Du kannst flippen, wenn du möchtest. Das könnte ein Wurf sein, obwohl, wenn ich dir zurufe, was wichtig ist. Also du erfährst, Paul, du erkennst, dass das ähnlich wie bei manchen Alarmanlagen ist, die du kennst, dass man mehrere Dinge gleichzeitig deaktivieren muss, zur gleichen Zeit. Und ich erkenne nicht, welche. Naja, es gibt den Pult, es gibt dieses kreiselnde Ding und den Kristall und diesen großes Zahnrad und hinten das Power-Relais. Also für jeden von uns eins. Gut. Wie vielleicht? Teilst du uns dein Wissen mit? Das Karma. Ich dirigiere so ein bisschen, wo ihr alle hin sollt und lasst uns diese Maschinen zerstören. Ich laufe zu dem was war das, Energie-Relais? Zum Energierelais. Genau, es gibt das Energierelais, das ist ganz hinten, das große Ding.
Ja, dann die mit den kürzesten Beinen läuft am weitesten. Ich glaube, den Kristall übernehme ich und ich ziehe meine Pistole. Elektronische Kristall! Elektronik war es anderes! Also wir haben Paul nimmt das Zahnrad? Ich habe das Zahnrad schon fest mit meiner Taschenlampe im Blick. Gut. Frieda übernimmt den Kristall. Was macht Harry? Jawohl. Harry ist am Schaltpult. Dann bin ich am Energierelay. Was bleibt da noch übrig für Elektra? Eigentlich sollte die ja das Energierelay machen, weil sie Elektra heißt, aber. Vom Namen her ist das definitiv. Was war die fünfte Komponente? Ich habe irgendwas nur mit. Es gibt das Power-Relay ganz hinten. Da ist jetzt Jurika dran, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also ihr könnt euch alle, die schon mal wissen, wo sie hingehen, können sich schon mal überlegen, wie sie das Ding sabotieren, wenn das euer Plan ist. Es gibt den Magnetronator. Das ist dieses große der gehört Zahnrad. Dir. Ich finde, das ist auch was für Elektra vom Namen. Das passt so. Es gibt den Modulator. Das ist quasi, das sind diese Keramikspitzen, die um diesen Kristall sind. Und den Kombinator, was quasi der Kristall ist, in den diese Strahlen da reingehen. Und das Kontrollpanel. Ja, dann würde ich mich dran machen, die Stäbe da umzutreten sonst. Okay. Dann, Harry? Ich würde dann einfach mit meinem Gewehr auf das Kontrollpanel schießen. Hagel und Schrapnelle. Okay. Ich fand den Stück an. Wieder? Ja, ich gehe auch 3 Schritte zurück, visiere an und nehme den Kristall unter Dauerfeuer. Okay. Und Harry, Paul, wie hast du's? Was für eine Idee hast du? Die Taschenlampe. Die Taschenlampe. Okay. Okay. Elektra? Ich versuche die Stäbe da irgendwie umzutreten. Okay, genau, das hast du gesagt, genau. Und Jurika, du stehst hinten am Relais und... Ja, ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstelle. Gibt es einen großen Hebel, den ich umschalten kann oder kann ich da Kabel rausreißen? Kabel, ja, es gibt so dicke Kabel auf jeden Fall. Also dann packe ich da eins nach dem anderen und reiß es raus. Okay, also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Die Leute, die schießen, brauchen natürlich einen Fernkampf. Das würde ich mal sagen. Alles um ein Pippers Schwert, was ich jetzt sage, wegen diesem Beben. Jurika, du kannst dir raussuchen, ob du Stärke nehmen möchtest oder ob du Nahkampf nehmen möchtest. Ich würde da beides bei dir gelten lassen oder ob du was anderes findest, wo du sagst, das passt. In Stärke habe ich keine Punkte, darum würde ich dann. Okay, dann. Elektra wäre auch Nahkampf oder Stärke, ja. Und Harry, ich hätte mal gesagt, Taschenlampe, Fingerfertigkeit, weil du damit irgendeinen Schabernack treibst. Paul, Fingerfertigkeit oder Sicherheitssysteme wäre für mich beides okay. Ich mache auch Fingerfertigkeit. Alles möchte er mit Sicherheitssysteme lösen. Okay, dann würfelt doch mal und sagt mir, gebt mir mal irgendwie einen Daumen oder so, wenn ihr wisst, ob ihr einen Erfolg habt. Knappen Daumen hoch. Okay. Wir haben 2, 3 Daumen hoch und 2 Daumen runter. okay, ihr fangt an, das zu machen, was ihr gesagt habt. Ihr seht nur Harry, wie er irgendwie aufs Pult schießt, aber mehr daneben schießt, ihr wisst nicht, woran das liegt. Der Flachmann ist leer. Mit einem gezielten Schuss auf diesen Kristall, ja, der splittert auch. Ich muss gerade überlegen, Paul macht sein Taschenlampen-Dingsi und wirft das vielleicht irgendwie da rein, ich weiß es gerade nicht. Und Jurika, du reißt ein. Nein, das geht genau so, das passt zwischen 2 von diesen großen Zähnen von dem Zahnrad. Und dann fährt das halt weiter und dann fährt sich das fest. Okay, ja, und Jurika, du ziehst so ein fettes Kabel da raus. Was dir jetzt aber auffällt ist, weil irgendwie nur 3 Sachen geklappt haben, diese beiden Strahlen sind noch da und die prallen jetzt nicht mehr in den Kombinator zusammen, sondern die bewegen sich kreuz und quer durch den Raum und ihr hört nur leise Knistern und Zischen und überall, wo dieser Strahl langfährt, der rote, wird irgendwas kaputt geschnitten, ja, es fängt an zu rauchen und ihr hört nur... Ja, und Harry, auf dem Panel siehst du 85%. Ja, also es ist jetzt, und die Erde bebt. Ich glaube, ihr solltet schnelligst da raus. Ja. Paul wartet da seit exakt 1,5 Stunden drauf, dass er rufen kann: in den Aufzug zu den Octopods!
Ja. Und spurte zum Aufzug. Und weichte in Strahlen aus. Genau. Irgendwie an Elektra vorbei und schubst sich gegenseitig in letzter Sekunde vom Strahl weg und rollen dann in den Aufzug. Alle in den Aufzug rein, ja? Ja. Also ihr habt euch beeilt, ihr seid panisch, ihr schwitzt, ihr atmet schwer. Octopus. Das erdet immer wieder etwas. Octopod-Hangar. Dann. Und ihr hört nur von unten, wie es krummelt. Also dieser ganze Fahrstuhl hat gewackelt bei der Hochfahrt. Ihr hört ein Beben, Krummeln. Das eine klang vielleicht wie eine Explosion, ja, wie eine kleine. Ja, es ist also alles komplett ein Wunder, dass dieser Fahrstuhl überhaupt befand. Können wir zeitlich davon ausgehen, dass die... Sorry, können wir zeitlich davon ausgehen, dass die denn das geschafft haben? Ja, bestimmt. Okay, dann. Ja, die müssten was, 5-mal Fahrstuhl fahren? Wir waren ja auch schnell beschäftigt. Wir sind ja frei, wir sind also schon durch. Du hast aber auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, denn du hörst so dieses Krummeln, wie es diesen Aufzugschacht hochkommt. Zu den Oktopods. Raus aus dem Fahrstuhl, die Leiter runterrutschen. Ja. Korrekt. Okay, also ihr habt ja 5 Oktopods da stehen. So ein glücklicher Zufall. Welche Fähigkeiten habt ihr denn, um die Dinger zu manövrieren? Was dürft gerne kreativ werden. Fahrzeuge. Okay. Frieda macht immer Fahrzeuge. Elektra haben dich auch gelten lassen. Ich nehme auch Fahrzeuge. Ich nehme auch Fahrzeuge. Ich nehme an, Nahkampf ist bei mir eh gleich gut. Weil ich also ringe mit Fahrzeuge. Dem Fahrzeug. Mit eisernem Willen. Könnten auch irgendwie Stärke oder Beweglichkeit oder sowas nehmen, weil du einfach die Pedale durchdrehst, ja, wie der letzte Irre. Also ihr habt alle was. Ja, ich würde gerne flippen. Ich habe eine 80 gewürfelt und ich hätte gerne 0,8 stattdessen. Oh, okay. Gebe 2 Punkte aus. Werde ich mich wohl anschließen müssen hier. Gut. Ihr setzt euch gerade in diese Octopods, ja, und was soll man sagen? Ihr habt diesen Lenker, der sieht halt schon fast aus wie ein Fahrradlenker, diese Pedale und ihr hört nur hinter euch eine Explosion im Fahrstuhl. Mehrere kleinere. So. Habt ihr es alle geschafft? Ja. Mit Flippen, ja. Flippen, ja. Okay. Genau. Ein Hoch auf das Flippen. Ihr setzt euch mehr oder weniger schnell in Bewegung. Ja? Ihr müsst wirklich treten, dass diese Dinger fliegen. Und man sieht euch auf den Fahrrädern da strampeln. Mit diesen 8 Rotoren oben drüber, die so leicht gebogen sind. Ihr flieht Richtung Hangar-Ausgang, hinter euch riesige Explosionen, lauter Krach, ja, und ihr werdet von der Druckwelle aus diesem Hangar rausgeschleudert. Also in den Octopods. So ein bisschen. Ja. Und dann in die Pedale treten, so schnell man kann. Unter euch hört ihr nur Tschu-Tschu. Ihr fliegt quasi an dem. Außerdem seid ihr an der Spitze des Mont Blancs rausgekommen, ja, aus dem Hangar. Und ihr seht unter euch eine Lokomotive fahren. Habe ich auch eine Hupe? Du hast so eine Klinge. Schring, schring. Ich nehme so auf dem Ding, 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 ding. Ich nehme auf dem Dach von dem Zug landen und ich trippel da so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob wir das können. Einen ganz hoffnungsvollen Blick nach unten, ob irgendjemand diesen Sportwagen, dieses Rallye-Auto mit der bekannten Beklebung erkannt hat und mitgerettet hat. Gucken wir doch mal. Ihr seht, wie der Zug immer noch aus dem Tunnel rausgeht. Also es sind noch 2-3 Waggons, die da irgendwie kommen. Und du siehst auch eine Dreiserne und Dreisine, danke schön. Dreiserne. Und einen gelben Wagen, der da so holprig hinterhergezogen wird. Also man hat ihn offensichtlich da dran geschnallt an diesen Zug. Und die Explosion, die jetzt auch aus dem Mont Blanc so rauskommt. Ja, Feuer. Staubwolken.
Ihr seht auf Pauls Lippen ein versonnenes Lächeln. Genau so hat er sich das vorgestellt. Ich nehme kurz die Hände von den Lenkeinheiten und klick von unserer Truppe, wie wir am Himmel schweben. Elektra Frieda, weg. Meine auch nicht ganz nüchternen Auges sehen zu können, dass die zwei Octopus-Menschen-Agenten auf der Draisine festgeschnallt sind. Geschieht euch recht. Ja, zwei Tage später berichten die lokalen Zeitungen über eine Explosion im Mont Blanc. Das Titelbild, also der Artikel ist auf der Titelseite, das Titelbild, einfach nur eine Flamme, wie sie aus dem Mont Blanc-Spitze rauskommt und fünf Fluggeräte, quasi das Bild, was du gerade gemacht hast, Jurika. Und unten drunter, Brand im Mont Blanc, verschwundener Zug wieder aufgetaucht. Aber ihr lest kein Wort vom Oktopus. Aber wir haben immer noch einen Ohrwurm, auch die zwei Tage später. Octopus, wir kommen wieder, auch wenn wir verlieren. In diesem Sinne würde ich sagen, habt ihr das Geheimnis des verloren gegangenen Zuges und des Mont Blancs gelüftet. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber wir bleiben Oktopus auf seinen Tintenspuren. Ich weiß alles über Oktopus. Egal wo, egal wann, es wird eure Zeit kommen. Wir kriegen euch. Oh ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir fürs Leiten. Von super, super gerne. Es ist ja schon so ein James Bond James Bond-Plot irgendwie, der auf 11 gedreht ist, was die Weirdness angeht, ne? Ja, voll. Also du kannst da halt super viel abbilden, ja. Ob du sowas mal, wie gesagt, habe an Halloween eine Runde geleitet, das war dann halt wirklich so Scooby-Doo-Investigative Mania in so einem Spukhotel und da habe ich so jedes Klischee mit laufenden Rüstungen und Gemälden, wo dir die Augen folgen, ausgepackt, so alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also du kannst echt super viel abbilden. Okay. So. Wo kriegt man das? Gute Frage. Es läuft gerade jetzt noch die Late Pledge vom Crowdfunding. Wir haben letzten Monat das Crowdfunding durchgezogen, ist auch schon finanziert. Und ihr könnt das Ganze über Game und Tabletop, quasi, ich poste gerade mal den Link in den Chat. Da könnt ihr wahrscheinlich müsstest du den mir geben. Nico hat mich schon zum Moderator. Sehr gut. Genau, oder zum VIP. Hat trotzdem nicht funktioniert. Echt nicht, doch, ich kann es bei mir sehen. Ja, bei dir kannst du es sehen, aber ich sehe nur drei Sternchen. Mir nicht. Na, perfekt. Schmeiß mir den kurz in den Chat rein. Genau, und dann kopiere ich den und poste ihn. So, hier. Genau, da könnt ihr das Ganze noch unterstützen, noch sehen. Late Pledge läuft noch bis zum 30. November. Also das heißt noch 4 Tage, die wir jetzt noch haben. Und Auslieferung, also ich kann euch auch gerne was über den aktuellen Stand erzählen. Mhm. Wir sind mit der Übersetzung so gut wie fertig. Ja, es gibt da auch in der Kampagne noch einen Update-Post, wo ihr nochmal alle Details seht. Auslieferung wird dann der späte Frühling nächsten Jahres sein. Also auch relativ zügig. Genau. Okay. Und mit Übersetzungen von Moritz Müllem. Genau, unter anderem auch von Moritz, richtig. Genau, wir haben dann noch den Tim dabei und yes. Und natürlich Michael und der andere coole Gorilla. Genau, ich fürchte aber auch, ist nicht Küppi noch so eine Art Redakteur, den man ja auch. Der Stefan Küppers. Ja, und Stefan Küppers, ja. In DSA-Hausen kennt. Genau, ist auch mit dabei. Also, wir sind ja ein buntes Team mit sehr viel Kompetenz, die wir dabei haben. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da noch einsteigt. Und neben dem Regelwerk gibt es auf jeden Fall mal noch den ersten Abenteuerband, den habe ich zufällig fertig mit übersetzt ist. Das ist auch alles Hardcover, also auch der Abenteuerband. Ich habe jetzt die englische Variante, aber das ist das U-Boot-Mysterium. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade die korrekte Übersetzung genannt. Die auch wunderschön durchillustriert ist. Also es ist nicht nur das Regelwerk, sondern auch alle Abenteuer, die im gleichen Stil gehalten sind. Und da gibt es tatsächlich auch eine Grafik, die ich gerne mit euch teilen möchte, weil es ist meine absolute Lieblingsgrafik. Nur, dass ihr den Flavor kurz einfangen könnt. Ich fürchte, dass das Geheimnis gegen das Mysterium gewonnen hat am Schluss. Dann ist es das U-Boot-Geheimnis. Das ist auch okay. Geheimnis, Mysterium, Details. Ist das Bild? Oh nein. Enigma.
weil ich das auch so schön typisch für das Spiel finde. Also ich erwartet auf jeden Fall ein bisschen was, auch nicht nur an einem schönen Spiel, sondern auch einfach an schönen Illustrationen, die sich das Buch durchziehen. Und ich meine, es sieht ja im Regal dann auch direkt aus wie ein BD, wie ein Bande Dessinée. So ein Zufall. Ja, die sehen auch genau auch nebeneinander, die sind oben schick durchnummeriert mit 1, 2 und so weiter. So gehört sich das. Schön, ja. Genau. Da steckt sehr viel Liebe drin. Okay. Dann ganz, ganz lieben Dank an die Mitspielenden. Vielen lieben Dank an Heide Dern als Elektra mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal. Vielen lieben Dank an Moritz als Paul. Wir kriegen das schon sabotiert. Vielen, vielen lieben Dank an Sebo als Harry, der entspannt mit der Waffe die Situation klärt. Und selbst wenn er mit 2 Oktopus-Leuten in eine Zelle eingesperrt wird, aus Versehen, ruhig bleibt. Und vielen lieben Dank an Draco, der als Frieda zumindest einmal was hat fliegen dürfen am Ende. Ja. Juhu. Gut. Es war mir eine Freude. Ja, du darfst gerne noch eine was. Sache, weil im Chat gerade steht, dass da drin steht, wer der Oktopus ist. Das wird nicht erwähnt. Also die ganzen Oktopus-Angestellten, nenne ich es jetzt mal, sind durchnummeriert und man weiß nur von Nummer 2 was, Kraft und Zartritt. Aber Nummer 1 ist nicht bekannt. Also man weiß, also wir wissen auch nicht, wer die Nummer 1 von Oktopus ist. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Okay, das heißt, jede Runde kann das für sich selbst bestimmen. Ja, vermutlich. Vielleicht. Vielleicht gibt es auch noch was. Ich weiß es nicht. Dann. Nein, bestimmt. Wir raiden den Familien-Nerd. Ich nehme an, da wird wieder Rollenspiel gespielt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich bin morgen in der Klima-Arena und spiele zusammen mit dem Steffen Jiva, der leitet, ich spiele. Etwas zum Thema Klimawandel und ob man da noch gegen was tun kann. Also wir spielen ein Fate-Abenteuer in der Zukunft im Hamburger Hafen. Mehr weiß ich auch noch nicht. Und am Montag werden wir was aufnehmen. Da sind wir im Klingenmuseum in Solingen und spielen ein Wesen-Abenteuer um legendäre Schwerter. Das wird es dann etwas später fertig geben, aber vielleicht streamen wir kurz von dort. Mal schauen, wie sich das läuft. Am Dienstag bin ich bei Shuyoka zu Gast. Die leitet ihre erste D&D-Runde und ich habe schon den Hintergrund von meinem Charakter bekommen und es ist schon mal ordentlich. Ja. So, ich möchte nichts verraten, aber vielleicht sollten andere Leute sich in Acht nehmen. Und am Mittwoch spielen wir Dark Crystal und ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Vorschau. Es war mir eine Freude. Das habe ich zwar, glaube ich, schon mal gesagt, aber das kann man auch mehrfach sagen. Und ich mache jetzt hier aus, beziehungsweise Nico schmeißt den Raid an. Falls noch jemand seine Familie grüßen möchte und oder irgendwelche schlauen Worte sagen, ist jetzt noch der richtige Moment. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Danke. Ich grüße meine Mutter, die dieses Video nicht schauen wird. Macht es gut. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.